So. Was haben wir denn das einmal? So, höre ich mich eigentlich selber? So, ja. Doch. Okay, gut, ich höre mich selber. Ekelhaft. So. Jetzt warten wir erstmal ganz kurz, dass der ein oder andere Zuschauer dazukommt. Wenn ich mir hier ein Apfelpiranha. Jo. So, ich grüße euch. Grüß Gott an alle. Grüßt euch zusammen. Hallo Leon. Grüß dich. Was wir machen, wir spielen die brandneue. Eine brandneue Mod. Die Österreich wahrscheinlich größten Fokusbaum der Geschichte gibt. Nein, kein Millennium Dawn. Millennium Dawn habe ich tatsächlich keinen Bock drauf. Nimm bitte nicht Deutschland ein, das wird sich nicht vermeiden lassen, gehe ich mal von aus. Denke mal, Deutschland ist erstes Target. Mir geht's gut, wie geht's selbst? Dankeschön, Mibu. Mach Bündnis mit Deutschland und Schweiz, ja, mal gucken. Der Stream bleibt tatsächlich online, ja. Also habe ich jetzt eigentlich nicht geplant, dass wir den nicht online lassen. Bin schon gespannt, muss ich gestehen. Angeblich 3 Jahre Entwicklungszeit. Der Führer ist heute sehr glücklich. Warum denn? Weil wir mit Österreich spielen und die Welt erobern. Wer macht denn sowas? Das ist total irrelevant, mein Karriereprofil. Weil dadurch, dass ich die Spielversion häufiger zurücksetze, habe ich hier eigentlich soweit gar nichts. Wird normalerweise zurückgesetzt, wenn man die Spielversion wechselt. Deswegen ist das hier Bullshit. Zum Beispiel mit einer alten Spielversion ein Spiel, was bei vielen Mods der Fall ist, dann funktioniert das gar nicht. Das heißt, da fehlt über die Hälfte. Ist nichts passiert. Wir haben noch nichts gemacht. Hat es keine Benachrichtigung bekommen? Das kann sein, weil wir ja auch erst vor 2-3 Minuten angefangen haben mit dem Stream. Was ich im Stream mache, ich tue so, als ob ich Hearts of Iron 4 spiele. So, der Preuße, weißt du, wer ich bin? Ja, klar weiß ich, wer du bist, natürlich. Wie lange ich streame, bis ich aufhöre zu streamen? Surprise. Was, der Reichentag? Schwierig. Österreich-kommunistisch ist bestimmt interessant. Faschistisch auch, bitte keine Demokraten. Mod ist in der Beschreibung verlinkt. Was ist mit KI? Weiß nicht, was ist denn mit KI? KI steht für künstliche Intelligenz. Keine Ahnung, gerne mal auf Wikipedia gucken. Ist die KI normal stark? Die KI ist Trash. Du kannst eigentlich nur eine Herausforderung, du kriegst nur eine Herausforderung, wenn die KI gebufft wird. Das Kreuz im Hintergrund kann sich Deutschland so tief in den Arsch schieben. Ist mir scheißegal. Können die mir gar nichts. Hallo Lima.
Was, du hast eine geile Idee, spende, was, du hast eine geile Spendenidee für jedes Land, das du erobert, spendest die 60, 50 Euro. Den Satz, verstehe überhaupt nicht den Satz. Okay. Na, wir schauen schon mal einen Schritt weiter. Und man sieht auch sofort, das ist hier sehr österreichisch angehaucht. Ne? Ganz leicht. Mein Lieblingsterrorist, fick dich. Guten Abend, Herr Rudi. Was, 100 Stunden streamen? Ja gut, wenn ich pro Stunde 1000 Euro verdiene, kann ich drüber nachdenken. Ansonsten würde ich mich wahrscheinlich damit umbringen. Hallo Black. Du liebst mich, ich lieb mich auch. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Was, magst du Saddam Hussein? Kenn ich nicht. So, österreichische Geschichte. Waren immer groß, aber haben immer auf die Fresse bekommen, kurz vorm. Der Stream bleibt zum Nachschauen online, yes. In einem 24-Stunden-Stream sind noch Powernaps erlaubt. Mein Powernap dauert aber 12 Stunden. Denkst du darüber nach, irgendwann auf Twitch zu gehen? Ja, wenn ich das mal, wenn ich mal, ich habe ja eigentlich selten Zeit für sowas. Aber jupp. Also hat sich ja erstmal nichts getan, außer dass wir hier auf Englisch spielen, aber das ganze Bundesstaat, das, die Mod ist nicht zufällig auf Deutsch, oder? It's mal no joke. Ist natürlich auf Englisch. Roadmap. Wäre auch immer zu schön, wenn man dann auch mal reinschreiben würde in die Mods selber, welche Sprachen unterstützt werden. Aber ja, gut, passt schon. Danke für nichts. Ich wette, du schaffst es, irgendwann YouTube Vollzeit zu machen. Schau mal, wäre natürlich cool. Alles klar, lieber, kein Stress. Für jedes Land, was du erobert, spendest du 50 Euro. Da bin ich aber relativ schnell bei 1000 Euro. Das übersteigt mein Jahresbudget. Ich könnte 50 Euro in einem Jahr spenden. Das wäre finanziell absolut machbar. So, wir spielen auf regulär, weil ich keine Ahnung habe, was uns mit der Mod erwartet. Was gibt es denn Custom Game Rules? So, ja, toll, die Sonne ballert auch wieder rein, Alter. Ekelhaft. Gut, hier gibt es jetzt ansonsten erstmal nichts Besonderes. Das Einzige, was wir jetzt hier machen, ist Untertanen geben mir ihren Warscore und nee, das lass mal, wie es ist. So, Sound gibt es nachher auch noch. Hallo, Kater. Ich mag Atombomben total. Also ich finde es richtig geil, wenn ich nachts schlafe und es fliegen ein paar Atombomben mir um die Ohren. Ich feiere das so hart, echt. Also es ist mein absolutes Favorite. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, einfach mal ein paar Atombomben. Alter, das ist laut. Da, Moment. Muss jetzt kurz gucken. Okay. Mac, Minecraft Bad Wars Fanboy, danke. Ich wohne zu Hause. Ich streame eigentlich nie. Das ist hier Premiere auf YouTube. Das ist der zweite YouTube-Livestream, seitdem ich den Kanal habe. So, passt es vom Sound? Die Vaterländische Front. Wir sind ja generell erstmal Faschisten. Ist ja erstmal nichts Schlechtes. Waren Onlyfans. Weiß ich, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Hallo, Drulivo. Also ich grüße jetzt nicht jeden. Fühlt euch alle gegrüßt, okay? Ich werde jetzt hier nicht jeden grüßen, der hier reinlatscht. Wir haben einen relativ hohen Traffic, denke ich mal. So, das... Ja, Leute. Das ist der Fokusbaum. Digga. Alter. Ja, moin, Alter. Wo sollst du denn hier anfangen?
Jawohl. Noch ein Bruderkrieg. Rot, weiß, rot. Ja. Alter, krass. Das ist ein fettes Teil, Alter. Ich brauch schon eine Stunde, um reinzuscrollen. Eine nahezu bankrotte Economy. Trust Italy, trust the Germans. Keiner sollte den Deutschen vertrauen. Der Fokus ist größer als mein bestes Stück, wobei das ist nicht schwer. Alter. Okay, also wir haben jetzt hier quasi überhaupt erstmal die Hauptmöglichkeit, Italien zu vertrauen oder den Deutschen. Aber ich denke mal, das Ziel ist erstmal langfristig gegen die Deutschen zu marschieren. Die römischen Protokolle gäbe es hier, das ist dann das Bündnis auch mit Ungarn, glaube ich. Habe ich aber keinen Bock drauf. Der Fokus-Trio ist gigantisch, ey. Er ist auch in 24 Stunden nicht fertig, true. Vielleicht nächstes Jahr 100.000, schauen wir mal. Also das ist Wirtschaft. Okay, das ist Wirtschaft so ein bisschen. Stabilität. Monatliche Bevölkerung, 100%. Das ist auch relativ interesting. Deutscher Einfluss. Kurz vorm Bankrott. Toll. Das bin ich ja. Das ist meine Wirtschaft. Alter, was ist denn das für ein ekliger Scheiß? Treaty of Saint-Germain, was auch immer deine Mutter heißt, auf Französisch. Irgendein französischer Scheißdreck, wahrscheinlich vom Ersten Weltkrieg oder so, keine Ahnung. Ist in vielen Wegen vergleichbar mit dem Treaty of Versailles. Wurde nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet. Bestimmt die österreichischen territorialen Verluste und die militärischen Einschränkungen. Ja, ekelhafte Scheiße auf Deutsch gesagt. Hat aber noch nie jemanden aufgehalten. Ja, Fokus-Tree, ich zeig doch die ganze Zeit den Fokus-Tree. Schau dir denn hin den ganzen Tag? Aber wir werden den Fokus-Tree auch noch öfter sehen. Grüßt euch. Hallo El Muko übrigens, ganz nebenbei. Ich glaube, der von Deutschland ist tatsächlich nicht. Da müsste der Original noch sein, weil ich glaube, der wurde nicht. Ne, genau. Das ist wirklich eine österreichische Mod. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist eine Mod, die. Das ist einfach Deutschland mal 10, der deutsche Fokusbau mal 10. Sowas hätte ich gerne für Deutschland. Gibt es eine Mod für Deutschland? Filio, ich schreibe dir nachher noch auf Discord. Das neue Video, das mit dem Frankenreich, das habe ich, weiß ich gar nicht, 4-5 Stunden, ging eigentlich relativ schnell vergleichsweise mal. Wir beginnen. Österreich und Deutschland. Können wir Deutschland, Anschluss an Deutschland machen? Nee. Kommunismus. Das ist Kommunismus. Das ist. Was ist das dann? Auch. Nee, das ist Monarchie. Nee, Demokratie. Es ist irgendwas auf alle Fälle. In 10 Minuten macht Deutsch einen Anschluss. Ich hoffe nicht. Das wäre echt scheiße. Ich versuche mal herauszufinden, welchen Weg wir gehen. Also wir können diesen, ich will ehrlich gesagt, überlege ich schon, dass wir diesen Schuschnick da wegmachen, weil ich finde den so hässlich. Ich will keine hässlichen Typen mehr in meinem Land. Die Eiserne Legion klingt aber auch cool. Das bessere Deutschland. Ha! Ja, hätten wir aber gerne. Ein neues deutsches Empire. Also ich, also das ist, hey Digga. Da weißt du nicht, was du machen sollst. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was du da machen sollst. Take over the Vaterlandsfront. Die Faschisten starten im Bürgerkrieg. Wo kann ich denn irgendwas annektieren? Wo kann ich den Krieg führen? Hauptfrage. Wo ist Krieg? Okay, das ist jetzt gar nicht so kriegerisch auf den ersten Blick. Was ist das hier denn eigentlich? Neue. Was ist das hier? Der linke Weg ist absolute Diktatur. Der rechte Weg ist absolute Heimatlandliebe. Oh, das klingt, das ist toll. Heimwehr ist toll. Also Heimwehr ist gut, das merke ich mir schon mal. Hallo aus dem Urlaub zurück. Also pass auf.
Wir machen das hier. Wir unterstützen die Heimwehr, okay? Machen wir erstmal das. Fangen jetzt erstmal ganz basic an. Forschen, ich mach mal Standard, Konstruktion, Basic, Machine Tools und... Kann ich meine Fresse gleich mal woanders hinsetzen? Ja, ich bin weg. Wo ist die Krabbe? Ja, wo ist denn die Krabbe? Da! Entschuldigung. So, ja. Der Stream bleibt auf YouTube. Hallo Gamer Master, grüßt euch. Meine Kanalgang ist gar nicht so anwesend heute. Wo sind meine ganzen Kanalboys? Kanalmitglieder anwesend? Balance of Power kam mit dem vorletzten DLC. Mit dem vorletzten DLC kam Balance of Power rein. Du warst in Österreich im Urlaub. Das schaut cool aus hier, auch mit österreichischem Flagge und so oben drin. Das finde ich echt sehr hübsch. Meine Facecam über das Spiel machen. So, wir beginnen erstmal ganz standard mit einer entspannten Zivilfabrik. Die Performance dürfte auch gar nicht so schlecht sein eigentlich, weil rein theoretisch ist das wirklich eigentlich alles unverändert. Das Einzige, das finde ich auch so toll an Mods, oder an manchen Mods, wie zum Beispiel diese auch, dass das wirklich einfach nur so ein Österreich-Rework ist. So, das Spiel wird nicht durch 1000 neue Mechaniken oder Mechanismen kaputt gemacht, du hast einfach nur ein Österreich-Rework. Das ist an sich toll. Okay, wir haben auch Propaganda. Gefällt mir sehr. Du hast gerade ein Video gesehen und dann kam mein Video. Also, den Stream meinst du? Vermisste deine Deutschland-Videos. Ja, Deutschland sperrt immer so gerne, gell? Du warst gestern beim Asiaten. Masuni, ich hoffe, dass du die toten Krabben ehrenvoll beerdigt hast. Oh! Österreich-Ungarn wiederherstellen, meine Freunde. Das ist doch meine sehr gute Nachricht. Österreich über alles. Darf ich sagen, wenn ich sagen würde, Deutschland wäre sofort gesperrt. Mir geht's gut. Griechenland habe ich schon gespielt. Bist du arm für Kanalmitglied, aber immer wieder Videoschauen und Streams. Ehre. Join the Vaterlandfront. Austrias Banners ab. Jawohl, hoch die Banner. Nicht die Arme. Ja, ist cool. Propaganda ist geil, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Propaganda ist juicy. Sag auf Englisch alles gut. Wer macht denn sowas? So. Okay, ich bin mal gespannt. Das Coole ist ja, kannst du das dann öfter spielen. Ne? Du kannst ja rein theoretisch hergehen und kannst das Ganze 3-4 Mal machen. Oder 4-5 Mal machen. So ist das, ich meine. Weil es ja quasi so viele Möglichkeiten gibt. Was hat er jetzt gemacht? Oh Gott, ich habe auf irgendwas geklickt. Leute, ich habe auf irgendwas geklickt, irgendwas mit Anzeige. Ich hoffe, jetzt kommt keine Werbung. Ich habe gerade YouTube-Studium geklickt. Kann sein, dass jetzt gerade ein paar Leute Werbung sehen. Was? Die Stahlstraße 23 in München. Digga, wenn ich in München wohnen würde, würde ich kein YouTube machen, wäre ich ja steinreich. So. Geht auch relativ schnell, oder? Ja. So, wir stärken die Heimwehr. Nicht zu verwechseln mit der Reichswehr. Entschuldigung. So, politischer Machtzuwachs 5% ist aber gar nicht so. Ach, für 180 Tage. Manpower plus 15. Aha, aha. Manpower 20, aber verringert die Balance of Power wohin? Weekly Balance of Power Change plus 1, aber wohin? Grüß euch. Hi. Hallo. Es ist sehr interessant, weil ich es wieder nicht verstehe. Wohin geht das 1%? Dahin oder dahin?
Wir müssen auf die rechte Seite. Wir müssen auf alle Fälle die Heimwehr unterstützen. Nicht die Vaterländische Front. Das geht Richtung Heimwehr. Manpower plus 15 für 30. Hast 100 Krabben essen oder Kanal löschen? Ich kann ja auch gleich bannen. Kriegen wir auch hin, ist kein Problem. Gut, dann beginnen wir mit Österreich über alles. Digga, das könntest du 1 zu 1 für Deutschland so machen. Das wird nicht mal auffallen. I love it. Wenn es rot ist, schätzt mal auf die Entgegenrichtung. Wo haben wir denn gerade geschaut? Ich habe ein mega schlechtes Gedächtnis. Ja, aber ich glaube, du hast recht, generell. Ich gehe mal davon aus, dass es ein... Ne, es gibt keinen Debuff. Das macht politische Berater teurer. Wir bekommen allerdings wöchentliche 100 Soldaten, 5% mehr rekrutierte Bevölkerung und unaligned plus 0,5. Also wir gehen quasi eher monarchistisch. Das Berchtesgaden Agreement. Ist so krank, ne? Warum ich so frech zu euch bin? Ich bin nicht frech. Ich bin so, wie ich immer bin. Hi, ja, der Anschluss ist andersrum. Schauen wir mal, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, so manche Mods musst du auch erstmal 2-3 Mal spielen. Bis du sie kannst. Ja, siehe A World Ablaze. Komplett auf die Fresse bekommen. Kann hier rein theoretisch auch passieren. Aber grundsätzlich, die Heimwehr ist relativ stark, weil sie uns sehr viel Bevölkerung, rekrutierbare Bevölkerung gibt. Killt aber halt den Faschismus. Österreich-Ungarische Wiedervereinigung. Wir können hier quasi die... Ja, wir verbündeten meinen Arsch, Alter. Kaiserreich Österreich. Ja, das ist quasi Österreich-Ungarn. Dann auf der linken Seite hätten wir halt dann die Möglichkeit... Was ist denn das hier? Also was ist das hier, was wir hier vorhaben? Welche politische Richtung? Was ist er? Oder es? Verstehe es nicht. Österreichische Neutralität. Das ist eher so ein neutrales Ding hier, oder was? Nee, das ist langweilig. Also wir machen das dann quasi so, dass wir dann dahin, dann dahin und dann da lang. Irgend sowas. Was ist das heutige Thema? Österreich mit einer fetten österreichischen Mod. Nein, man kann nicht beitreten, weil ich alleine spiele. Ich bin ein Einzelkämpfer. Ich war damals der Schrecken für jeden Soldaten. Ich habe irgendwo versteckt und habe alleine gekämpft. Haha, sehr lustig. Kein Spaß. Italiener holen sich die Ausana. Das ist der klassische Move. Sollte Äthiopien auch innerhalb kürzester Zeit fallen. Digga, das lädt schon alleine eine halbe Stunde, bis ich auf den Fokusbaum klicke. Weil das ist schon kleiner geworden. Der komplette Tree, den wir nicht wählen können, ist jetzt weggefallen. Schon mal ein kleiner Vorteil. So, dann... Ach so. Aha. Okay. Geht also erstmal nicht weiter. Ich verstehe. Dann könnten wir zumindest hier mal ganz kurz eine neue vorbereiten. Die Mod ist verlinkt in der Beschreibung. So. Also grundsätzlich, nein, ich wohne nicht in der Stahlstraße 23. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass es sein könnte, dass ich da wohnen würde und du würdest hier die Adresse einfach öffentlich hinschreiben, geht mir das hart auf den Sack. Deswegen werde ich dich jetzt erstmal blockieren und das nächste Mal, wenn du sowas machst, fliegst du permanent vom Channel. Weil ich absolut keinen Bock habe auf Leute, die mit so einem Bullshit auf den Sack gehen. Zum einen, nein, ich wohne da nicht und Leute, die sowas machen würden, gehen mir mega auf die Eier. Deswegen, wenn ich das nochmal sehe von dir, bist du permanent weg. So.
Wir machen jetzt hier weiter mit Heimwehr. Gibt es denn hier noch so? Ah, das ist auch cool. Minus 5% Zivilgüterfabriken. Oh, wirklich? Ah, monatliche Bevölkerung? War Support minus 10. Ah, ist aber auch scheiße. Das wäre cool, wenn man im Krieg ist. Machen wir mal das. Wann wieder Deutschland Prime? Oh, ehrenhaft. Deutschland Prime, gibt's glaube ich die nächsten Tage gar nicht so wirklich was. Ich spiele Singleplayer, weil online geht mir auf den Sack. Würde ja gerne Ungarn angreifen. Das Problem ist, die Ungarn würden mich wahrscheinlich kalt machen. Ja, dass der Leopold seinen Standort verraten hat, ist ja nicht mein Problem. So, wir verbieten Wahlen. Oder Fake-Wahlen. Fake-Wahlen. Putins feuchter Traum. Aber das wollen wir nicht, wir wollen Heimwehr. Hallo Satrun, ich grüße dich, du hast nichts verpasst. Wir haben erst angefangen. Ansonsten auch immer an alle anderen, die reinkommen, guten Tag. Akoste Dnieper, oder wie das Ding heißt, der komische Fluss. Das werde ich tatsächlich... Oh. Akoste Dnieper, ich kann das nicht aussprechen. Werde ich spielen, ja, werde ich spielen. Werde ich voll auf Konfrontation gehen. Hallo Kriat. Bist du auch auf Twitch? Bin ich generell. Das ist übrigens Jackpot für uns, denn das Deutsche Kaiserreich wird wahrscheinlich gewinnen und damit sind wir safe. Geil. Ne, da muss ich hin. Hier. Seht ihr das? Da? Die wollen mich im Bündnis haben, Alter. Was läuft im Hintergrund? Das ist Panzerlidia. Nein, ich mache keinen Stream gegen andere. Ich nehme nicht an. Wir wollen Deutschland annektieren, Alter. Wir werden uns Deutschland snacken. Hast du das Holy gekauft? Ehre. Habe ich auch gerade hier am Trinken. Das ist der neue Apfel-Holy. Sieht man nicht, weil der ist grün. Der ist durchsichtig. Ah, der schmeckt saugeil. Ich liebe ihn. Apfel ist geil. Hoffen wir mal, dass umgekehrter Anschluss wird. So, wo habe ich denn die ganze politische Macht auf einmal her? Propaganda können wir nicht. Integrieren können wir auch nichts. Wir könnten rein theoretisch direkt Kommunismus verbannen, oder? Weiß ich gar nicht. Hallo Koala. Wie lange ging eigentlich deine längste Singleplayer-Runde in Hall 4? 15, 20 Stunden. Meine Lieblingssorte von Holy ist Tiger, gefolgt von Apfel und Piranha in Kombi, aber das muss jeder für sich selber wissen. Wen unterstützen wir? Mackensen oder gar keinen? In beiden Fällen entfernen wir allerdings deutschen Einfluss. Wir unterstützen Mackensen, hätte ich einfach mal ganz dreist gesagt. Was macht die Mod? Die macht Österreich great again. Also das ist nur die Hälfte von der Mod. Die andere Hälfte ist schon weggefallen. Das ist nicht live, alter Opa. Das ist nicht live. Das ist eine Aufzeichnung von 2012. Also keine Ahnung, wie ich da weitermachen kann. Deswegen... Oh! Boah, das ist geil, Alter. Fokus auf Landwirtschaft. Monatliche Bevölkerung. Baugeschwindigkeit. Einfach mal 100.000 extra Bevölkerung. Die spawnen so aus der Erde. Ist chillig. In 2012 habe ich schon Heu 4 spielen können, ja. Ich war damals bei Paradox, war ich interner Tester. Wir bannen mal den Kommunismus und wir bannen demokratische Parteien.
Warum mache ich das? Ganz einfach, dass sie mir später nicht auf den Sack gehen können. Und das schadet uns gerade eigentlich auch nicht, deswegen passt schon. Hallo Krabbefair69. Mit Österreich kann man viele Sachen machen. Also ohne Witz, du kannst mit Österreich mit der Mod alles machen. Ich glaube, du könntest mit Österreich mit der Mod auch den Space Race gewinnen. Ja, der Stream bleibt online. Vielleicht mache ich es wie andere YouTuber und mache es nur für Kanalmitglieder. Ha! Nein, Spaß. Wäre aber schon eine Idee. Ein paar extra Euros verdienen. So, da sind wir komplett fertig. Hm, 0,1 pro Woche Richtung Heimwehr. Das ist doch gut. Noch mehr Heimwehr? Du hast Krabbenchips gegessen? Ist egal. Das ist okay. Krabbenchips dürft ihr essen. So, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal unsere Wirtschaft ein bisschen aufzubauen. Die ist nämlich grundsätzlich so wie mein Geldbeutel, nämlich komplett empty. Pressezensur, machen wir auch noch keine Sorge. Den Chat nur auf Kanalmitglieder stellen, das wäre richtig lame. Das wäre fast so dreist, wie auf Twitch quasi Abos only. Aber dafür habe ich zu wenig Leute. Also dafür bin ich zu klein und unbedeutend. So. Ich denke, ich weiß gar nicht, Dispersed könnte hier vielleicht ausnahmsweise auch mal Sinn machen. Aber wir haben einfach ein bisschen besseren Factory Output und das mag ich immer so toll. Aber wir nehmen ausnahmsweise sollten wir Dispersed mal was anderes machen. Ich darf nicht gleichzeitig auf Twitch streamen, weil ich Affiliate auf Twitch bin. Das heißt, entweder Twitch oder YouTube. Beides darf ich gar nicht. Was halte ich von der Let's Play WG? Also ohne Witz, Let's Play WG ist eigentlich eigentlich nur noch Heiko. Der macht ganz interessante Videos, aber ich finde es halt schade, dass er eigentlich so komplett unterm Radar verläuft in der Zwischenzeit. Ich habe ein paar Mal auf Twitch vorbeigeschaut, wirklich fast keinen Zuschauer, was ich echt schade fand. Ist keine Challenge, meine Leute, ist keine Challenge. Ist einfach nur Hearts of Iron 4 mit einer Mod, die in der Videobeschreibung ist. Was für Hauptteam musst du einen Politiker entmachten? Ernst Rüdiger Starhemberg ist der current leader. Das ist er ja nicht. Und National Spirit Kurt Schuschnigg. Ja, hab ich doch gar nicht. Ah! Ich krieg den nicht mal weg. Schwierig. Holy moly. Holy ist Beste. Also ich weiß nicht, es wird bestimmt vielleicht ein Event geben oder irgendwas, kann ich mir vorstellen. Wenn die Demokraten stark genug sind, müssen wir mal gucken. Wenn die Kaiserreich-Typen da, oder mal, vielleicht können wir die pushen. Vier Stunden Tutorial von der Krabbe. Danke. Du hast mit 11 angefangen, Hol 4 zu spielen. Ich habe angefangen mit 23. Den brauchen wir. Auch nicht schlecht.
Ist auch cool. Auch interessant. Ah, Demokratie I. Bah. Kann ich gerne machen, Talisu. Was geht hier ab? Nicht viel Brot. Kaiserreich oder NSDAP? Kaiserreich natürlich. Wir nehmen ihn. Ich brauche so viel politische Macht wie möglich. Wenn du Krabben isst, ist die Strafe nichts weniger als der Tod durch den Henker. Der Gamer, danke fürs Abo. Okay. Ich hab da nichts eingerichtet, also keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das angezeigt wird, wenn jemand Kanalmitglied wird oder spendet oder so. Habe ich echt keine Ahnung. So. Kann man jetzt hier was machen, aber noch nicht. Noch mehr Stabilität. Expand the Großglockner Highway. Das sieht doch erstmal relativ gut aus und das verbessert auch nochmal ein paar Punkte unserer Wirtschaft, glaube ich, oder? Warte mal. Wir bekommen die Arbeitslosenrate wird erhöht. Was? Wenn die Zünfte verstärkt sind oder was auch immer, bekommt man... Wie verstärke ich denn die? Egal, wir machen es einfach. Was ich mache, ich weiß selber noch nicht, was ich machen möchte. Wir gucken mal. Also hier auf dem Kanal spiele ich nichts anderes außer Heu, aber so privat schon, ja. Wenn du Kanzler wärst, was würdest du am ehesten versuchen zu ändern? Ist eine gute Frage. Die Olympischen Spiele in Berlin. Teilnehmer von Österreich haben es geschafft, 4 Goldmedaillen und 6 Silbermedaillen in vielen verschiedenen Kategorien zu gewinnen. In der Reiterwettkampf hat es einer unserer Kollegen geschafft. Den 4. Platz? Hä? Hätte jetzt einer auf Platz 4 gelandet? Und dann hat jetzt der Feldmarschallleutnant Jansa gesagt, komm zu uns, wir wollen dich als General haben? Oder in unserer Armee haben? Als 4. Aber er ist nicht jemand, der groß nach Reformen ist. Schwierig. Dönerpreise sinken. Wird General. Wer ist denn das? Wie ist denn der? Alfred Jansa, da ist er. Der ist der Trash. Den habe ich jetzt eingestellt, oder was? Toll. Krabben werden Nationaltiere, das hast du schön gesagt. Katholische Zivilarbeit unterstützen. Naja, wir pushen erst wieder ein bisschen hier. Was gibt's denn hier drüben eigentlich noch? Ah. Ah, okay. Mhm. Aber das bringt mir jetzt auch nichts, oder? Mit unserem Land selber. Nein, es ist relativ schnell gemacht, theoretisch. Aber wir machen erstmal unsere Wirtschaft weiter, hätte ich gesagt. Ganz dreist. Strom für die Landbevölkerung. Nein, wegen dem einen Eisen werde ich jetzt nicht handeln. Du bist in Kasachstan. Wieso bist du in Kasachstan? Wohnst du da? Machst du Urlaub oder?
Lange lebe der Kommunismus. Ja, bist du hier genau richtig. Aber bei mir ist eher die Diktatur. Spielen wir häufig viel mit Deutschland, aber München Hauptstadt. Hä? Ist doch total sinnlos. Wie alt ich bin? Was denkst du? Was denkst du, wie alt ich bin? Schreibt mal gerne in den Chat, wie alt ich bin. Oder wie alt ihr denkt, dass ich bin. Ist immer wieder interessant zu sehen, was die Leute so schätzen, wie alt man ist. Ich löse dann auf. Wenn es soweit ist. So, Propaganda, Propaganda. Ah ja, War Support ist gut. Das ist auch gut. Ne. Ne. Ja, wobei, okay, das können wir machen. Das ist relativ lustig. So, okay, jetzt haben... Okay. Ah, Luke. Lucky Luca mit dem Tipp, er hat mit 23 angefangen, Heu 4 zu spielen bei Release. 86, Arschloch. Alle über 40 sind Arschlöcher. Ich sage euch, es ist alle, die mich über 40 schätzen, ihr seid riesen Arschlöcher. Hab euch trotzdem lieb. Also richtige Antwort wäre tatsächlich 30. Trotzdem, alle, die über 40 geschrieben haben, fickt euch. Zu alt schaue ich nicht aus. Ich hasse euch. Aber alle, die mich jünger geschätzt haben, Dankeschön. Ich habe immer gewusst, dass ich nicht so alt bin, wie ich ausschaue. Dass ich nicht so alt ausschaue, wie ich bin. So. Aber das Lustige hier ist, wir können jetzt hier Arbeiter von Österreich auferstehen lassen. Das ist cool, das verringert die Zivilgüterfabriken und erhöht den Factory Output. Gibt aber auch täglichen kommunistischen Support 0,05. Aber dadurch, dass wir Kommunismus verbannt haben, ja, dadurch, dass wir Kommunismus verbannt haben, bekommen wir diese 0,05 nicht. Das heißt, auch wenn wir jetzt rein theoretisch 0,05 bekommen würden, bekommen wir die nicht, weil wir Kommunismus in unserem Land verbannt haben. Da ist meine Krabbe mit dem Stock geärgert. Was ist die Strafe? Du musst 5 Euro an eine Hilfsorganisation der Krabben spenden. Quietsch, quietsch, quietsch. Mach mal Bart weg. Mach dich gleich weg. So. Mach Vlog, wo du Monaco stürzt. Du Trottel. Brot ist original. Mein Lieblingstrottel. Ich mag ihn total. Ich habe immer so lustige Sachen. Brot bist wirklich absolut unterhaltsam. Aber ich verstehe nicht genau, warum ich das nicht machen kann. Der Kurz soll weg, Alter. Der soll sich verpissen jetzt. Raus aus meinem Reich. Aber er geht nicht. Ich soll die Division zeigen. Ja, das sind noch die Standarddivisionen, die vom Spiel vorgegeben sind. Welchen englischsprachigen Heu-4-Spieler findest du am besten? Das Ding ist, es ist ja ein Unterschied, ob ich einen jetzt gut finde oder unterhaltsam. Ich sag mal, unterhaltsam sind einige wirklich gut. Ist mir scheißegal. Es ist mir so wurscht. Du brauchst mehr Unterstützung für die Heimwehr. Okay. Okay, okay, kriegen wir hin. Pass auf, danke. Heimwehr. Hat er gesagt. Da machen wir das auch! Entschuldigung. Danke, mir die Folge auch. Grüß dich. Wie alt schätze ich die Community an? Ja, ich würde mal sagen, ich schätze euch zwischen 10 und 80 Jahren ein. Nee, keine Ahnung, weiß ich, schwierig einzuschätzen. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, wie alt ihr seid. Eine absolut
datenschutzbefreite Frage. Es wird nicht aufgezeichnet. Das ist rein für uns, so dass wir es mal wissen, vielleicht, wie alt ihr alle so sind. Minus 19. Ey. Bist auch noch relativ jung. Minus 19. Also, wir haben sehr viele junge Leute dabei, wie ich sehe. Heimwehr-Takeover. Ah! Ah! Danke. Danke für den Hinweis. 14, 15, 15. Jahrhundert, du bist ein Troll. Ein paar ältere. 35, danke. Füllt mit mir. Das ist sehr großherzig von dir. Es sind sehr viele junge Leute dabei, tatsächlich. Die meisten, da sind ja einige dabei, da war Hearts of Iron 4 noch gar nicht released, war Hearts of Iron 4 schon released, da waren die noch gar nicht geboren, Alter. Ich bin kein Veganer, ich brauche Fleisch. Nur Fleisch ist wahres. So, dann machen wir hier mal weiter, weil ich möchte eigentlich so schnell wie möglich Ungarn integrieren. Du bist 12. Das heißt, wo Hearts of Iron 4 rauskam, warst du 5. Da schreibt einer, er ist 7. Das heißt, als Hearts of Iron 4 rauskam, war er noch gar nicht geboren. Knacks, nächstes Jahr die 50. Echt, oder? Da bist du ja schon fast ein Opi hier in der Runde. Grüß dich, Opi. Freut mich, dass auch Opis zuschauen. Nicht böse gemeint. Nicht böse sein. Ist nur Spaß. Mod ist in der Beschreibung. Können wir auf 2,5% gehen? Brauchen wir mehr Bevölkerung? Geschichten aus erster Hand. Das ist so asozial, echt. Das ist böse. Geschichten aus erster Hand, ey. So ehrenlose Kreaturen, Mann. Seid so böse Kreaturen, echt. So alt ist er ja doch noch nicht. So. Was machen wir jetzt? Wo kann ich Krieg führen? Neutralität ist langweilig. Das ist langweilig hier, oder? Wenn ich das richtig sehe? Ist das langweilig? Das ist nicht Krieg. Das sieht nicht nach Krieg aus hier. Aber beides, dafür braucht man Deutschland. Sozialisten habe ich schon selber verbannt, könnt ihr euch verpissen, braucht ihr nicht mehr. Liechtenstein, die Treaty of Liechtenstein. Okay. Großösterreich, das gefällt mir doch. Großösterreich, das klingt doch gut. Kriegssieg gegen Ungarn. Kriegssieg gegen Jugoslawien. Nee, kein Kriegssieg, nur Claims auf jugoslawisches Gebiet. Südtirol besetzen wird bestimmt super funktionieren. Sieht aber eher ein bisschen langweilig aus. Ach, da unten geht's ja noch weiter. Lol. Oh. Auch interessant, die Central Powers. Was? Wir machen dir, wenn du 250 Zuschauer im Stream schaffst, abonnierst du alle? Nee, mach mal nicht. Ist doch ein sinnloser Deal. War ich denn jetzt schon wieder? Gott, das ist so groß. Okay. Allianz mit Italien. Will ich eigentlich nicht direkt. Wir können es trotzdem machen und könnten Italien nutzen, um Ungarn anzugreifen. Das würde uns Österreich-Ungarn geben. Kriegsziel dann gegen die Tschechen. Gibt uns hier aber keinen Krieg gegen Deutschland. The Better Germany gibt uns... Österreich benennt sich um als deutsches Kaiserreich. Okay. Das ist cool.
Hier. Weil ich schieb mich kurz weg. Weil hier, da steht's doch hier. Wir sind die einzig wahren Deutschen. Digga, das ist so deep, Alter. Geht das überhaupt? Geht nicht, ciao. Geht gar nicht. Weil das wäre nur gegangen, wenn die Nazis noch an der Macht gewesen wären. Sind sie aber nicht, also kann ich das gar nicht machen. Das kann ich gar nicht machen, weil die Nazis nicht mehr da sind. Sie sind noch da, aber nicht mehr lange. Können also wirklich nur den linken Weg anmachen. Zwölf Stahl, 26 Aluminium. Ja, also ich schwanke jetzt zwischen dem hier. Oder aber wir nehmen den mittleren hier, war das, glaube ich. Genau, den mittleren. Was sollen wir machen? Machen eine Umfrage? Kann ich hier Umfragen machen? Wie kann ich denn eine Umfrage machen? Also, ich habe keine Ahnung, ob man auf YouTube Umfragen machen kann. Ah ja, Umfrage starten. Also was ist jetzt hier? Rechter Weg mit Österreich. Warte mal, mach mal kurz. Österreich. Ach, wann? Welchen Weg sollen wir nehmen? Antwort 1. Österreich-Ungarn. Option 2. Wäre dann Großösterreich. Großösterreich. So. Schau mal. Wie findest du Karl den Großen, Großen im Geschichtsbuch wahrscheinlich? Du hast den Live-Chat in Chat-GPT reingepackt und rausgekommen ist ein Durchschnittsalter von 18,82. Okay, Großösterreich gewinnt aktuell. Knapp, aber gewinnt. Ja, wohl knapp auch nicht. 61 zu 49. Darf ja keine Brust zeigen. Wenn ich hier Brust zeige, Alter, hier so, wird das in Deutschland wieder direkt gesperrt, Alter. Weil wenn Frauen Brust zeigen, ist okay. Aber wenn ein Mann Brust zeigt, ist verboten in Deutschland. Welche Religion ich bin? Atheist. So. Okay, dann machen wir Großösterreich. Und Großösterreich wäre dann das hier. Oder? Ja doch, genau. Großösterreich war hier. Das hier. Das hier. Welche Ideologie bin ich? Jetzt hier im Spiel oder persönlich? Persönlich bin ich nämlich meine eigene Ideologie und das ist totale Welteroberung. Und hier sind wir non-aligned, also quasi ja, autoritär. Mal die Umfrage beenden, ist eh schon vorbei. So, ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben an der Umfrage. Was kann ich denn noch so machen? Kann ich noch irgendwas machen hier? Was ist denn eine Fragerunde? Na, gut. Brauchen wir ja gerade nicht. Wir haben übrigens keine Ausrüstung, ist total scheiße. Ah, dieses beschissene Treaty, Alter. Mag ich Deutschland? Ja, total, ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Wo du nicht mal ein Video machen darfst. Ohne gesperrt zu werden. Beste Land. Lieben wir. So. Der Kuschnick ist tot. Was? Der ist gestorben? Oh!
Ja, wer macht denn sowas? Wie fandest du die Persönlichkeit von Karl den Großen? Also ich muss wirklich, ich habe ein paar Mal mit ihm geredet auch und wir haben ein paar Mal auch ein bisschen gechillt. Er war wirklich ein guter Mann, wirklich. Also haben uns auch gut verstanden, aber nach einer Weile sind wir ein bisschen auseinandergekommen und habe ja auch nicht mehr so oft mit ihm geredet, deswegen kann ich da gerade echt nichts zu sagen. Aber wir haben echt gute Connections gehabt damals. Also wir haben auch gewiped hart, also haben auch ein bisschen zusammen Rap gehört, einfach Rapper Mittwoch und so, also war schon chillig mit ihm. Lohnt das Spiel? Nein, schau's lieber bei mir. Da habe ich mehr Aufrufe. Alles für die Krabbe, meine Freunde. Aufrufe, Geld, Abos. Was ist jetzt für ein Scheiß? Toll. Wer macht denn sowas schon wieder, Mann? Ich hasse Bürger. Ich bin noch nicht vorbereitet auf einen Bürgerkrieg. Was soll denn das? Das ist jetzt scheiße, sowas. Digga, warum sind die denn stärker als ich? Ey, geht die mir auf den Sack, echt. Weiß ich noch nicht, ob ich öfter streame. Aber warum sind die denn jetzt stärker als ich? Was ist das denn für ein Müll? Ich glaub's nicht, sowas. Das ist der pure... Das ist der pure... Pure Hass mir gegenüber. Toll. Kannst jetzt direkt überlegen, wie du deinen Arsch hier verteidigst. Rein theoretisch macht das nicht mal Sinn, dass ich die Front verteidige, weil in der Sekunde, wo die mir hier irgendwo den Arsch ab... Nee. Pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir stellen dich... Kommen wir da durch? Ja. Wir stellen dich da ab. Und der Rest... geht einfach hier hin. Also ich brauche nicht angreifen, das wäre sinnlos. Die müssen gucken, dass wir verteidigen. Die können gerne die Gebiete haben. Kommt ruhig. Ja, ja, kommt angeflogen. Haben wir Flugzeuge? 16. Genauso ekelhaft. Ach so. Die haben alle Militärfabriken bekommen. Divisionstablets kann ich ja ganz kurz sagen. Meistens sowas mit drei Artillerie drin und ein bisschen Support. Aber da kommen wir später nochmal hin, falls wir das überleben. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Was soll das denn jetzt? Zum Glück habe ich da noch Truppen stehen gehabt. Meine Großmutter erklärt auch seine Unabhängigkeit. Was soll denn der Bums, Alter? Wo sind die, die für mich die Unabhängigkeit erklären? Okay, was wir machen ist Defensive. Und ansonsten einfach mal abwarten jetzt. Wir gucken nur kurz, dass wir die kalt machen mit. Ja, auf der Heide. Ja, ist ein schöner Song. Die Schweiz unterstützt Vorarlberg. Ja, freilich. Klar. Waren die eigentlich die ganze Zeit schon da? Okay, wir haben noch nicht mal Trucks erforscht. Österreich ist mal richtig am Arsch, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich sag euch, wie es ist. Wenn die jetzt noch lang... Ja, danke. Da reden wir jetzt nicht drüber. So, die sind auf alle Fälle kaputt. So. Das war jetzt gerade echt peinlich hier. Alter Falter, Krabbe. Was machen Sachen? Ja, die greifen hier an, das war zu erwarten. Aber die können wir zurückdrängen. Okay.
Jetzt bitte dann das Ganze hier noch mitverteidigen. Dankeschön. So, hoffen wir mal, dass die Gebirgsjäger da auf alle Fälle in der Lage sind, Stand zu halten. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das jetzt was bringt mit Italien. Wenn es einem was bringt, wäre es natürlich lustig, aber ich bin mir da nicht so sicher. Wie ich mich mit Wilhelm II. Verstehe. Gerber Master, mach's gut. Wilhelm II., ja, wir hatten nicht so viel Kontakt miteinander, tatsächlich. So. Verluste 11. Ah, ja, Mama mia, ich bin die beste Strategiste. Du bist ein Idiot. Du bist nicht Gute. Ich bin eine Gute. Du bist eine dumme Bute. Deswegen, die Lande geht kaputt. Verstehst du? Du würdest es nicht tun mit Italien? Doch. Doch. Doch, wir tun's. Was arbeitest du in deiner Freizeit in der großen Krabbe? Ja. Du hast es durchblickt. So, nun machen wir Folgendes. Und zwar versuchen. Ja, warte mal kurz. Könnt ihr supporten? Könnt nicht supporten. Gut, danke für nichts. Will nicht unnötige Verluste haben. Vom Bundesstaat Österreich ist die Flagge falsch. Das kannst du gerne dem Modder. Modlink ist eine Videobeschreibung. Kannst du gerne schreiben. Ich habe damit nichts zu tun. Was haben denn die Panzer? Wo kommen denn die Panzer daher? Lieber Chat, wollt ihr ein Profil über unsere Krabbe erstellen oder was sind das alles Fragen zur Gesinnung? Welche Ideologie? Das Ding ist mit Ideologien in Deutschland so, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, es gibt keine, jede Ideologie hat ihre eigenen Ansichten, jede Ideologie hat ihre eigenen Nachteile und Vorteile und selbst die radikalsten Ideologien haben auf ihre Art und Weise Vorteile. Es kommt halt immer darauf an, für welchen Teil der Bevölkerung die Vorteile sind. Deswegen kann man diese Frage niemals grundsätzlich beantworten. Hi, Mario. Afro-Eurasien. Könnte man mal drüber nachdenken. Italienisches Equipment kaufen. Ah, Moment, wir machen erst was anderes. Wir machen jetzt das hier. Angriff und Verteidigung auf Kernterritorium. Okay. Bitteschön, Ghost Phantom. Viel Spaß, Luca, mit Videos schauen. Was? Ich brauche einen Krabbenabschirmdienst. Machst du jetzt mit Großösterreich einen World Conquest? Keine Ahnung, wie gesagt. Ich habe ja gesagt, wir schauen einfach mal, wie es so läuft. Haben wir denn... Ah, die sind ja Trash. Die sind zu groß. Die sind zu groß. Warte mal kurz. Die sind, also du machst grundsätzlich, machst du eine Engineer Company, also ein Dings, Pioniere, machst du eigentlich immer dann rein, wenn du Verteidigung willst, weil die relativ gute Werte auf Verteidigung geben. Deswegen machen wir das jetzt auch und machen. Oh, geht ihr mir auf den Sack mit diesen bescheuerten Army Experience? Das geht mir auf den Sack, ey, das ist so unnötig. So. Ja, ich habe mal jede Nation erobert. Yes.
Also wir streamen eine Stunde. Weiß nix, dankeschön. Für, ja, wie gesagt, wer mich unterstützen will, Videos schauen, liken, kommentieren, ist immer eine Riesenhilfe. Kanalmitgliedschaft ist natürlich Hilfe plus. Aber das ist jedem selbst überlassen. So. Na toll. Ihr hässlichen Alter. Ich kann hier fast nichts mehr machen gerade. Erforsche mal Trucks. So, okay. Wir versuchen die jetzt hier einzukesseln. Wenn wir die einkesseln, dann sterben weitere. Müssen ja eigentlich identisch sein mit unseren. 8000 Mann. Der Bürgerkrieg läuft okay. Und das Land hier, das ist übrigens Vorarlberg. Das sind irgendwelche hässlichen Gestalten, die sich unabhängig gemacht haben, weil sie mich nicht mögen. So, das ist natürlich schwierig. Können wir trotzdem einmal schnell dorthin? Geht. Nein, nicht da lang. Ah, nicht einkesseln. Ah, was macht ihr denn? Oh Gott, das geht in die Hose. Du kommst aus Vorarlberg, ja, aber nicht 1937. Und sonst. Ah, okay, danke. Oh, Gott sei Dank. Ich habe kurz gedacht, ich halte vier jetzt hier, aber ne. Machen wir die kurz kalt. Damit sollte das langsam aber sicher doch deutlich in unsere Richtung ausschlagen hier. Verluste 2-2 zu 16.000, das können sie nicht mehr abfangen. Die Verluste sind zu heavy. Okay. Ja, ist okay. Haben Gebiete erobert, ist nicht schlimm. Wir marschieren direkt auf Wien. Franz Böhme höchstpersönlich wird den Marsch auf Wien... Ah, oder auch nicht. Kein Marsch auf Wien. Ich nehme es zurück. Alle Angriffe stoppen kurz. Dankeschön. Kurz sammeln, wieder auffrischen, Deo nochmal auflegen und dann schauen wir weiter. Wir müssen die Provinz erobern. Und dass wir hier weitermachen können. Also müssen wir irgendwie über den Fluss drüber kommen. Warum schreibt ihr alle, wo ihr kommt? Ihr könnt mal das Bundesland schreiben oder aus. Oder schreibt mal, aus welchem Land ihr kommt. Das wäre mal interessant. So, Lani, du magst meine Videos. Dankeschön. Was wird heute gemacht mit Österreich? Wir spielen die Mod in der Beschreibung und die ist gigantisch und wir versuchen mit Österreich irgendwas zu erreichen. Okay, das haben wir geschafft. Das Land, was dich hasst. Ah, Türkei, Litauen, Österreich, Schweiz. Polen habe ich auch gelesen. So, wir versuchen uns jetzt auf alle Fälle erstmal Wien zu holen. So, ihr dürft ein Instant Deployment hinlegen, aus Gründen. Litauen. Ist das immer der gleiche, der Litauen schreibt? Ja, okay. Bangladesch. Ernsthaft? Du kommst aus Bangladesch? Finnland auch? Frikasesi. Schöner Name. So, du marschierst dorthin. Worum es geht, aus welchem Land ihr kommt. So, damit können wir jetzt eine Mehrfrontenoffensive auf Wien starten. Damit gehört unsere Hauptstadt wieder uns. Und du gehst direkt dort weiter. Jawohl! Dein Sieg ist unser! Die aufständischen österreichischen Truppen wurden ausgelöscht. Gut, ich bin zufrieden. Ja. Das haben wir schon mal geschafft. Genau, jetzt können wir hier weitermachen. Der österreichische Bürgerkrieg ist vorbei.
Die Zukunft von Vorarlberg. Sind unabhängig während des Bürgerkriegs. Die Schweiz haben gleich ihre Unabhängigkeit garantiert. Ist aber noch nicht in die Schweiz integriert worden. Die Schweiz, wir sagen den Schweizern quasi, verpisst euch aus unseren Sachen, also sonst gibt's auf die Fresse. Ich mag Zwiebeln, jeder mag Zwiebeln. Wenn du in einem Land kostenlos Urlaub machen könntest, wo? Island. Atombomben kann ich nicht bauen. Nee, das mit dem Disclaimer stimmt nicht. Der Disclaimer war auch vor dem Video, als das andere damals gesperrt wurde. So, Vorarlberg gehört mir. Wenn die das verweigern, dann wird es zu militärischen Kampfhandlungen kommen. Wo wir dann versuchen werden, direkt zu erobern. Vorarlberg. So, Faschismus verbannen. Na gut. Krieg soll es sein gegen die gegen die Schweizer. Die sind leider ein bisschen stärker als ich. Scheiße. Edgar, du bist ein richtiger Clown. Ich empfehle dir dringend, bei Zirkus Krone mitzumachen. Die suchen noch neue Clowns. Aber halt auch wirklich nur richtig gute. Und da würde ich sagen, bist du echt ganz vorne mit dabei. Mach auf YOLO. Wann können wir uns eigentlich östlich? Ja, es ist schwierig. Also so ein Bürgerkrieg ist halt immer ekelhaft. Oh, noch mehr wöchentliche Manpower. Geil. Brauchen wir auch. Es wär halt hier ein Verteidigungskrieg, das muss man halt sagen. Die Frage ist halt, wie stark sind die Schweizer? Ich denke mal, unter normalen Umständen dürften die nicht in der Lage sein zu pushen. Meinung zum Kaiserreich? Kaiserreich gibt's nicht mehr. Deswegen kann ich da auch keine Meinung zu haben. Schwierig. Der Stream bleibt online, ja. Ich war noch nicht in Litauen, nein. Was haben wir denn? Artillerie? Ah, wir haben nicht mal Artillerie erforscht. Oh Gott, Alter. Oh. Der Livestream bleibt einfach so online, wie er hier ist. Das ist auch relativ lit. Was ist denn jetzt eigentlich mit Italien? Ich brauche einen Bündnispartner. Ohne Bündnispartner wird das leider nichts. Sind wir leider zu schwach. Ah, Deutschland hat den Bürgerkrieg mal gewonnen nach 1,5 Jahren. Super, ganz toll. Ganz toll, Deutschland. Echt, habt ihr super hinbekommen. Nein, mein PC habe ich nicht verlinkt. Also auf mein Steam-Profil, aber ansonsten habe ich das nicht gemacht aktuell. Wo ich lebe? Auf der Erde. Ich bin ein Erdenbewohner. Nein, Spaß, ich wohne auf dem Mond. Du bist so dumm, den deutschen Bürgerkrieg zu schaffen? Nee, glaube ich nicht. Das ist einfach nur schlechtes Glück, was du hast. Das ist halt einfach unglücklich. So, wir haben jetzt echt Manpower ohne Ende an sich. Was fehlt denn hier? Port mal schneller, Alter. Ich wohne auf der Rückseite des Mondes, direkt neben der Nazi-Basis auf dem Mond.
Du hast durch mich eine einzelne Geschichte. Das glaubst du doch selber nicht. Ich bin das Schlechteste, was es gibt, Alter. Wenn es um Geschichte geht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Videos von Deutschland gesperrt werden und dass Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Ja, Jens, Ehre. Welcher Kerl ich in der Schule war, ich bin der, der geschlagen wurde. Ich bin immer gemobbt worden in der Schule, war echt schlimm. Was? Ach so. Ah, lol. Ach, so ein Ding ist das. Solange ich den Ding habe, bin ich voll am Arsch. Ich muss unbedingt direkt weiter. Nächste, was? Nächste Woche kommt die neue Lieferung von Wasser, Imperator Krabbe. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Was? Mach Stream aus. So. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Schreibt er, ich soll Stream ausmachen. Ich glaube, der spinnt. Ah, Ausrüstung kaufen. Ah, wobei, nee, wir machen das erstmal anders. Support. Mein Lieblings-Paradox-Spiel. Ich spiele keine Spiele von Paradox. Also ich frage mich eigentlich, wie du darauf kommst, dass ich ein Lieblingsspiel von Paradox habe. Alle Flaggen zensiert, das Spiegelbild selber zensiert, da hat es auf einen 5B-Like. Ja, das ist tatsächlich, ist das echt möglich. In Deutschland zumindest. Weil ich spiele gerade Solitär, also ich weiß nicht, wie ihr auf was anderes kommt. Oh! Ukraine gegen Russland, das ist wieder soweit. Ah, und gegen die Sowjets auch gleich. Sorry, ich kann euch gerade keine Waffen liefern, Ukraine, aber ihr werdet es schon schaffen. Kameraden, hat er gesagt. Kameraden. Wir müssen eigentlich defensiv wählen, weil ich denke mal, dass mir die Schweizer auf die Fresse hauen wollen. Da brauchen wir auf alle Fälle defensive Skills. Nein, ich spiele nicht Schach. Wir spielen Solitär. Keine Ahnung, wie auf was anderes kommt. So, Militärfabrik. Wobei ist ja vielleicht Krüger erstmal Militär. Ja. Scheiß Bevölkerung. Ich sollte auch nicht meine ganze politische Macht ausgeben. Ich sollte erstmal gucken, dass wir das hier schneller pushen. Was hast du gegen die Hintergrundmusik? Hey, das Panzer, die lief doch vorhin erst, oder? Lief das nicht schon? Ich finde es ja echt schade, dass wie heißt das eine Lied? Auf der Heide. Ist das, auf der Heide ist doch nicht verboten, oder? Ist auf der Heide nicht, oder? Erika war's. Ist Erika ist nicht verboten in Deutschland, oder? Nein, ich werde es nicht. Warte mal, wir googeln mal. Warte mal, wir googeln mal. Ich google mal. Erika. Erika, Deutschland, deutsches Lied. Ja, super, Google, deutsches Lied, verboten.
steht nicht, dass es verboten ist. Ist es nicht verboten? Was? Paragraph 5 Absatz 3 Grundgesetzbuch. Super. Am Pornok, super. Was soll ich jetzt damit anfangen? Soll ich mir das jetzt um den Hals schmieren oder was? Schreib doch wenigstens, was du da meinst. Ich spiel's nicht. Aber es ist nicht verboten. Es ist nicht verboten. Es ist bedenklich, aber es ist nicht verboten. Kryptik, dankeschön. Küss dein Herz. Vielen Dank für dein Euro, mein Lieber. Ich streame hin und wieder. So. Oh, österreichische Einheiten. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Man kann es sogar auf Spotify hören. Ich finde, Erika ist ein cooles Lied. Jetzt mal völlig von der Bedeutung abgesehen. Es ist ein chilliges Lied, also. Ah! Satrun, mein Lieber, ja. Satrun ist Maschine. 6 Monate. Kaiserliches Krabbentier schon. Satrun, vielen Dank für deinen langen Support schon. Jetzt, ich meine, den Kanal gibt es ein Jahr, seit einem halben Jahr hier Mitglied. Einfach nur danke. Vor allem kaiserliche Krabbe. Ja, er ist ja noch ein höheres Schalentier. Nicht so hoch wie ich, aber er ist auf der Leiter nicht ganz unten. Warst du mal in der Sonne? Nein. Aber ich finde Erika, ich finde es eh total schade, dass eigentlich in Deutschland vieles immer gleich vernazifiziert wird. Weißt du so? Ja, das haben vor 180.000 Jahren haben das die Nazis benutzt. Ja, aber deswegen, weil ich das toll finde, bin ich dann jetzt Nazi oder was? Was ist denn das für eine Logik? Die Nazis sind doch auf Toilette gegangen. Du gehst auch auf Toilette. Bist du jetzt auch ein Nazi oder was? Kann man sich nur aufregen, echt. Kann man sich nur aufregen über sowas. So. Bist du auch hinter dem Kanal Gaming Krabbe? Yes. That is correctly, my friend. Aber Gaming Krabbe, muss ich ganz ehrlich sagen, Gaming Krabbe und ich, wir sind nicht die besten Brüder. Also. So. Digga, hör doch mal einen Scheiß, Alter. Snapo, danke fürs Abo. Aber was? Aber ab September wieder Königskrabbe? Denn eins hast du immer für die Kaiserkrabben vergessen. Was? Moment. Verstehe ich jetzt nicht. Du bist ab September wieder Königskrabbe, denn eins hast du immer für die Kaiserkrabbe vergessen. Hä? Musst du mir nochmal erläutern, das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Bin ich jetzt etwas zu blöde? Ich habe irgendwas vergessen? So. Ah, hier, Heimwehr. Heimwehr. Warum können wir das nicht machen? Weil wir nicht 100.000 Manpower. Soll ich die mir aus dem Arsch ziehen oder was? Soll ich denn 100.000 Manpower herbekommen? Oh, ein extra Forschungsslot, den nehme ich aber gerne mit. Was würdest du mir empfehlen? Was? Atombomben oder rekrutieren? Ja, Atombomben ist 1938 schwierig und rekrutieren tun wir auch schon. Ich habe vergessen, das Kaiserkram in die Videobeschreibung zu packen. Das muss ich tatsächlich ändern. Wir haben das ja geändert, dass wir alle in den verschiedenen Stufen in die Videos packen. Aber es ist gut, dass du mich darauf hinweist, Satrun. Dass ich das dann nochmal ändern kann. Tut mir aber leid, wenn du dich da... hättest mir gerne mal schreiben können, ist ja kein Thema. Aber wir machen das ja so, dass wir quasi die Kanalmitglieder nach Stufen in die Videos mit einbauen. Das ist eigentlich... Weil in die Videobeschreibung guckt keiner, also wisst ihr so... Videobeschreibung guckt keiner. Deswegen machen wir das in die Videos rein, dann sieht es auch jeder und dann sieht auch jeder die Stufe von den Leuten. Das ist eigentlich die viel coolere Lösung.
Rückenstechen ist cool. Wir machen erstmal das. Industrie, nee. Forschung, nee. Waffen, ja. EU4 kommt auf Gaming-Krabbe alle paar Tage. Malta kommt tatsächlich nächste Woche, glaube ich. Wir hätten mal vielleicht auch... Ja, das Problem ist, ich würde lieber erst die Wirtschaft aufbauen. Ja, das stimmt, Satru, ne? Wer Kanalmitglieder können die Videos vorher sehen und werden deswegen auch nicht von Deutschland ausgegrenzt, wenn die Videos gesperrt werden. Digga, wir haben nicht mal Panzer erforscht. Aber immer ein Flugzeug haben wir erforscht. Lecker Krabbenburger. Was? Welches Land wir spielen? Na, welches Land spielen wir wohl, ha? Kelso! Vielen Dank für deine Mitgliedschaft und dann auch noch gleich legendär. Vielen, vielen Dank, Kelso. Willkommen auf legendärem, im legendären Krabbenreich. Küss dein Herz. Dankeschön. Mega vielen Dank. Für euren ganzen krassen... Ich habe ja generell eh krassen Support, aber... Das ist echt mega. Dankeschön. Genau, wenn ihr Kanalmitglieder seid, können Königskrabben plus ja vorher sogar Videos schauen. Und legendäre und unsterbliche Krabben können sich sogar eigene Projekte wünschen, wenn sie in bestimmten Zeitraum Mitglied gewesen sind. So als Dankeschön. Zum Beispiel, wie es jetzt heute beim Video war mit Aladdin. Jo! Alfred, Dankeschön. Alfred hat gleich 5 Mitgliedschaften für... mein lieber Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wer darf sich freuen? Kobold darf sich freuen, Kaiser darf sich freuen, TNT, Kralle darf sich freuen, Jury und Mark William Kirchner. Allesamt Mitgliedschaften geschenkt bekommen vom guten Alfred. Dankeschön, Alfred. Im Namen dieser und von mir ganz besonders auch für die Unterstützung. Was, dein Vater schaut dich auch? Was? Okay, Grüße an deinen Vater, gehen raus. Komm, wir erklären jetzt mal. Sollen wir jetzt auf Fun einfach Krieg erklären, Leute, komm. Schreibt mal rein, ja oder nein. Auf Spaß. Ja, wenn ihr auf Spaß Krieg erklären sollen oder nein, wenn nicht. Ja, so ein Steh-Abo. Komm her. Ja, so ein Steh-Abo, Alter. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nächste, der Steh-Abo schreibt, kriegt Bann. Okay, alle schreiben. Ja, gut. Okay, dann muss es sein. Maschine noch direkt ein. Ins Vorarlberglein. So. Ja, die greifen direkt an, diese hässlichen. Okay. Nee, nicht alle weiter marschieren. Ach, scheiße. Eine Provinz haben wir bekommen. Eine Provinz haben wir bekommen. Devil16, danke für dein Abo. Ja, ich verzeihe dir nochmal, Milo. Dieses eine Mal. Ah, nächstes Mal bin ich nicht mehr so nachgiebig. Leute, Leute, Leute. Was sind die denn so stark? Hallo Ben. Aber was sind die denn so stark, die Schweizer? Die haben ja doppelt so viel Manpower. Warum Deutschland mich noch nicht hat? So, alter Opa. Jetzt schreib noch einmal, mach Stream aus. Einmal und ich bann dich permanent. Einmal, wenn du es nochmal schreibst, bist du permanent weg. Kein Bock drauf. So, und Deutschland hat mich noch nicht, weil die kaiserreich sind. Okay, also, das ist nicht, es ist nicht Nazi Germany. So. Ja, die haben auch Luftüberlegenheit, die haben halt auch bessere Wirtschaft, ne? Das ist halt, scheiße.
Aber greift mich ruhig an, das ist okay. Arbeitet euch auf, das, damit kann ich leben. Arbeiten, aufarbeiten kann ich mitleben. Ah, ach so, 150 politisch. Wollte ich gerade sagen, warum geht das nicht? Wir brauchen 150 politische Macht. Dann können wir das machen. Und dann brauchen wir das und das. Und dann können wir das machen. Ah, es ist alles kompliziert. Und ich brauche auch irgendwie politische Macht, weil... okay, wir machen das als nächstes. Schweiz ist stärker als Österreich. Krabbe war nicht so gut. Kannst du auf die Schnauze haben. Wir hatten einen scheiß Bürgerkrieg, ja? Dankeschön, Frank. Küss dein Herz. Beste Qualität auf YouTube. Dankeschön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Freut mich sehr, wenn euch Content von der Krabbe gefällt. Ja, wir müssen jetzt hier Truppen rein spammen, bis der Arzt kommt. Wir haben jetzt 77.000 Mann verloren. Ah, Verluste sind Premium. 3, 5 zu 17, 6, das ist gut. Die können ihre Truppen aufarbeiten. Kommen sie ran, kommen sie ran. Die haben natürlich Luftunterstützung, das ist schlecht. Aber kann ich nicht viel gegen machen gerade. Wir haben halt ein paar Jäger nur, aber das wird nicht ausreichend sein gegen die Schweizer. Aber das ist gut. Verteidigung ist super. Die können mich ruhig angreifen. Das ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ich kann kein Bündnis beitreten gerade. Verteidigung mit drauf. Ne, das ist schlecht. Leon, dankeschön. Hat sich von Unterstützungskrabbe auf Königskrabbe hochgearbeitet. Vielen Dank an dich. Auch für deine Unterstützung. Auch schon länger mit dabei, der Leon. Hat auch schon das nächste Krabben-Icon. Oh, die meint es aber ernst hier, Alter. Wir können das leider nicht mehr lange halten. Alter, die haben 60.000 aufgearbeitet. 60.000! Respekt. Habe ich keinen Stahl mehr, ja. Wenn ich Geburtstag habe... Im Juli. Ist aber schon vorbei. Sei da zu spät. Du kannst den Mods Cheats benutzen. Ja. Yep. Boah, wie die sich aufarbeiten. Und wir halten immer noch die Stellung. Würde mir voll auf den Sack gehen an Schweizer Stelle. Jens, vielen Dank an dich ebenfalls für die Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, mein Lieber. Ihr seid so krass, Alter. Ohne Witz. Hätte ich ein Herz, würde ich rot werden, aber ich bin eine gefühllose Krabbe. Vielen, vielen Dank an alle für die Unterstützung. Alles Gute nachträglich, Dankeschön. Ja, ist schon 2 Wochen her jetzt tatsächlich. Ich bin Löwe. Ich habe jede Menge Geschwister, aber... Die Schweizer kriegen so auf die Fresse, I love it. Okay... Aber es ist trotzdem ein Überlebenskampf. Also ob man das gewinnt, weiß ich nicht. Aber wir geben die... Ah, Alter, wie die sich aufarbeiten. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie die sich aufarbeiten. Das ist so geil. Ah, leider über... Ja gut, wir können nichts cappen. Aber trotz allem... Verluste 10.000. 98 Ausrüstung und 450 Support. Und die haben auf der anderen Seite, also wir haben verloren 1100. Ja, davon haben wir noch die Hälfte wieder hergestellt. Aber die sind richtig am Arsch. Geil. Premium. Was? Jens Bar ist böse? Also, Opa, ne? Du hast jetzt echt so viele Chancen gehabt. Aber dein Rumgespamme geht mir auf den Sack. Deswegen... Vielleicht entbanne ich dich in 10 Jahren wieder, wenn du mir mal irgendwie eine Erinnerung schreibst, aber ansonsten mach's gut, leb wohl. Ich
mag das nicht, wenn mir Leute hier irgendeinen Scheiß reinspammen den ganzen Tag. Gib mir auf den Sack sowas. Man kann doch mal ein bisschen erwachsenes Verhalten erwarten. Ist doch nicht so schwierig, oder? So, okay. Wir brauchen politische Macht. Irgendwie. Dann machen wir mal Revenge. Deutsche Militärjunta wird uns gegenüber hostile ekelhaft. Bah. So, der nächste. Den wir mal kurz blockieren, weil er mir auf den Sack geht. Es ist eine ganz schlechte Idee, in den Chat zu spammen, echt. Das geht mir hart auf den Sack. Und die Leute kriegen alle hier bam bam raus. Mir ist scheißegal. So, meine Schweizer Freunde. Huh? Wie schaut's aus? Ja, nicht mehr so gut. Die haben so viele Leute verloren. Die haben über 100.000 mehr verloren als wir. Ich glaube, ich kann hier keinen Slow-Chat reinmachen. Ich wüsste nicht, dass man hier Slow-Chat reinmachen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Wie alt ich bin, sagt ihm bitte, wie alt ich bin. Ich hab's euch schon gesagt. Geh ein bisschen mehr auf Verteidigung. Bau eine größere Armee. Ach echt? Ich wollte meine Armee jetzt auflösen, aber danke schön, Ben. Danke für den Hinweis. Wirklich. Vielen Dank. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Oh, Griechenland hat der Türkei den Krieg erklärt. Das wird so gut funktionieren. Viel Spaß. Griechen klingen gleich hart auf die Fresse. Ich mache weder Studium noch Ausbildung, weil ich bin ein arbeitendes Schwein, Alter. Oh, Griechenland ist den Alliierten beigetreten. Was? Was ist das denn jetzt, Alter? Ekelhaft. Alliierten sind ekelhaft. Ich hasse die Alliierten. Die sind so widerlich. Vanilla oder Modded Hearts auf 1.4, was ist besser? Also Kartoffel, das ist eigentlich keine Frage, die du da stellst. Das ist eigentlich, Modded Hearts auf 1.4 ist 10 Milliarden mal besser. Boah. Die sind so dumm, die Schweizer, Alter. Die Schweizer sind so dumm. Die arbeiten sich so auf an uns. Die haben noch nicht eine einzige Provinz erobert und sie sind alle tot fast. Wir töten alle Schweizer. Obwohl die Luftüberlegenheit haben, das kommt dann noch dazu. Oh, Bürgerkrieg. Tschut. Ich habe noch den Kanal Daddelkrabbe und ich habe noch den Kanal Gamingkrabbe. Nein. Nein. Lass es sein. Also, man muss generell sagen, Force Attack ist das Schlimmste, was du machen kannst in der Situation. Force Attack kann dir helfen, wenn du generell überlegen bist, dass du halt schneller durchbrichst. Das Problem ist jetzt nur, was die Schweizer machen. Die sind eh schon am Arsch. Und dadurch, dass die jetzt noch quasi dieses Force Attack mit einsetzen, bekommen die nochmal 60% mehr Damage. Ja? Das ist so krass. Und die können sie nicht zurückziehen. Das bedeutet, die kriegen hart auf die Fresse. So, machen hier erstmal kurz weiter. Mehr Bevölkerung ist immer gut. So, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass... Oh ja, wir sind kurz davor, super. Wir sind kurz davor. Weil dann haben wir nicht diese minus 0,4 endlich weg.
Ah, nee. Habsburg wollen wir nicht. Wir wollen nicht Habsburg. Aber wir haben jetzt dann hier über 90%. Okay, das passt. Damit haben wir nämlich auch endlich gescheiten politischen Machtzuwachs wieder. Litauen habe ich erst gespielt. Christianas habe ich schon gespielt, by the way. Werde es noch einmal spielen im Solo World Conquest irgendwann. Yes. Wie ich auf den Namen gekommen bin. Ich habe früher mal Arma 3 gespielt, Roleplay, und da habe ich Schneekrebs geheißen. Dann habe ich irgendwann einen Kanal gemacht, der hieß Videokrebs, und dann habe ich den umbenannt in Gaming Krebs, und dann habe ich den umbenannt in Gaming Krabbe, und habe ich einen neuen Kanal gemacht, nur mit Krabbe. So, komplette Story gedroppt. Komm, wir pushen weiter Waffen. So. Das ist nice. Die Mod ist bis jetzt echt cool. Ich habe zwar noch nicht viel gesehen. Wir haben auch nur ein Trial davon abgearbeitet, aber... Das ist übel stark, Alter. Warte mal ganz kurz. Oh. Oh. Wir hatten ja übelst die Abzüge drinne. Das gar nicht gesehen. Ich schwöre, ich habe das nicht gesehen. Yo, jetzt haben wir auch wieder Produktion. Welches Land spiele ich als erstes, wenn der DLC kommt? Ich denke Dänemark, gefolgt von Finnland, Schweden und dann zum Schluss Norwegen, weil ich finde, Norwegen ist ein boring country. Es macht keinen Sinn, jetzt die 33er Flugzeuge da zu bauen. Wir wandern noch ein bisschen. So, die Schweizer haben aufgehört anzugreifen. Das ist, naja, wobei ein bisschen angreifen tun sie immer noch. Ich glaube, da waren jetzt die Verluste einfach zu hoch langfristig. Hey! Nicht euer Ernst. Also das ist das Problem. Das Problem ist, dass ich eigentlich die Front nicht abdecken kann gegen die Tschechoslowakei. Weil ich jetzt sage, ich tue die Hälfte unserer Truppen Richtung Tschechoslowakei ballern, dann wird uns die Schweiz überrennen. Und die Tschechoslowakei, also ich kann effektiv das nicht verteidigen. Ich habe jetzt den Safe geladen aus einem ganz einfachen Grund. Bis meine Truppen hier gewesen wären, hätte die Tschechoslowakei alles bis hier wahrscheinlich bis Salzburg alles erobert. Ne? So realistisch muss man sein. Die hätten bis Salzburg hier alles erobert. Das heißt, ich wäre tot gewesen. Deswegen, das ist jetzt scheiße. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Divisionen, um die Front abzudecken.
Haben wir nicht. Ja, Bunkerbau wird nicht funktionieren, leider. Das macht kein. Das Problem ist, die haben, ich schätze, eine Manpower von 300.000 bis 400.000. Die Schweizer, mit den Schweizern werde ich fertig. Das Schweizer ist kein Problem. Aber. Ja, wie gesagt, ja, theoretisch müsste ich jetzt 6 Divisionen abziehen. Das sind Heimwehrdivisionen, die sind nicht mal sonderlich stark. So, wir können ja mal gucken, was passiert. Die Schweizer freuen sich jetzt. Die sind zum Glück halt schon aufgearbeitet, das ist der einzige Vorteil. Aber es ist scheiße, also darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist kacke. Ich schicke mal jetzt mal dort mit hin nochmal. Greift doch die Schweiz an. Also wenn ich die Schweiz jetzt angreife, würden wir nicht durchkommen, trotz allem. Weil die trotzdem noch relativ stark sind. Plus, die haben ihre hässlichen Forts dahin gebaut. Diese hässlichen... diese netten Freunde, meine ich. Warum haben die... Warum haben die einen Kriegssieg gegen mich? Aber warum können die mir den Krieg erklären? Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Die haben doch... die haben doch keine Möglichkeit, mir den Krieg zu erklären. Warte mal ganz kurz. Interessiert mich jetzt. Haben die eine Entscheidung? Nein, das ist es nicht. Die haben auch kein Kriegsziel gegen mich. Die haben auch im Fokusbaum kein Kriegsziel. Und die können mir nicht den Krieg erklären. Die können mir nicht mal justifieren. Hä? Hä? Dankeschön, Milo, für dein Euro. Dankeschön für den Support. So, aber bitte, bitte, kann mir das jetzt jemand erklären, wie die mir den Krieg erklären konnten? Wie? Ich will es verstehen. Nein, die hatten kein Bündnis. Deutschland mit Pushen gegen die Tschechen. Hier geht es aber nicht gegen uns, hier geht es gegen Russland. Auch nicht. Nein. Da ist auch nichts dabei. Nein, ich habe keine Ahnung. Central European Alliance auch nicht. Nein, kein Bündnis mit der Schweiz war es auch nicht. Die waren alleine. Die hatten keine Bündnispartner. Und die waren im Krieg mit den Alliierten. Und mir. Ungarn. Schauen wir doch mal Ungarn. Event bei der Tschechoslowakei. Aber was wäre das für ein Event? Dankeschön. Alter. UHJKJKHGJKHGJGK. Dankeschön für deinen Euro. Dankeschön für deinen Support. Sehr schöner Name. Schade, das sind ja die römischen Protokolle. Das wäre ja sogar noch Bündnis mit uns rein theoretisch. Das ist sehr weird. Das ist sehr weird. Wir werden es sehen, wenn es nochmal passiert. Genau, das hatten wir ja mit der, genau, die haben ja backdowned, ja. Die haben die Unabhängigkeit, was, hatten die vielleicht die Unabhängigkeit erklärt, während du mit denen im Krieg warst? Wie, was meinst du mit Unabhängigkeit erklärt? Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Ja, wir werden sehen, wenn es jetzt gleich wieder passiert. Ich werde nur kurz vorher nochmal speichern. Gib alte 4 ein. Digga!
Also mit euren Low-Jokes, Alter, ohne Witz, seid ein bisschen kreativer, ich bin kein Trottel. Hallo Darkman, grüß dich. Also wenn die wirklich, seid mal kreativer, Alter, mit eurem scheiß alte 4, ich bin kein 90-jähriger Rentner, der das erste Mal einen PC hat, Alter, seid ihr so unkreativ, echt. Wenn ihr schon trollen wollt, dann gescheit, Mann. Auf den Sack sowas. Geh mal auf die Jacke. Okay, das ist der Frieden. Das hat. Und der Krieg kam nach dem Frieden, oder? Es gab Friedensverhandlungen. Und dann gab es Frieden. Die krosse Krabbe, da geben sie ihr Geld gut aus, ja. Britische Bürgerkrieg ist auch vorbei. Die Blackshirts haben natürlich gewonnen. So, pass auf. Wenn ich jetzt meine Truppen rüber bewege. Ja, jetzt haben sie einen Krieg. Sie tatsächlich, ja. Hä, aber woher? Moment, wir machen. Warte mal ganz kurz. Ich speichere das jetzt mal. Ich will das jetzt wissen, warum. Das interessiert mich jetzt, weil. Es gibt Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Und das würde ich gerne nachvollziehen können. Das will ich jetzt wissen. So. Die haben kein Kriegsziel jetzt aktuell, ne? Doch, auch schon. Hä? Jetzt habe ich kein Safe mehr, um das herauszufinden. Ach, geht die mir auf den Sack. Mann. Och, das ist scheiße sowas. Jetzt haben wir ein Kriegsziel, ich weiß aber nicht woher. Ist es von diesen, ist es wegen, ja, das habe ich auch gerade überlegt, ist es wegen diesem Event mit der Armee? Aber das macht auch keinen Sinn, weil da stand ja, die Ente hat, nachgegeben. Okay, das heißt, die haben nachgegeben. Und rein theoretisch müssten ja dann mehr Länder gegen mich ein Kriegsziel haben, außer die Tschechoslowakei. Rein theoretisch Frankreich, England. Gut, England existiert da nicht mehr, aber trotzdem. Also, sehr, 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 sehr weird, muss ich sagen. Es heißt Ente. Ben, das musst du akzeptieren. Entweder du entschuldigst dich jetzt gerade für deine Falschaussage im Chat oder du bekommst auch einen 300-Sekunden-Timeout. Es heißt Ente. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß es niemand. So, wir pushen. Ja, okay, dann kommt direkt automatisch wieder die Kriegserklärung. Das machen sie scheinbar wirklich einfach nur, weil sie Bock drauf haben. Ja, die machen uns platt. Da kannst du direkt, Alliierten. Ja, wir treten den Alliierten bei und das ist natürlich auch für die Schweizer jetzt problematisch. Okay, was wir jetzt machen ist, wir gucken, dass wir mit den Jungs mal pushen jetzt einfach. Scheiß drauf. Oh. Das wird jetzt was. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass die so schnell wie möglich wir können eigentlich nur hoffen, dass die uns so schnell wie möglich Truppen schicken, um gegen die Tschechen zu bestehen. Wird jetzt interesting. Wir haben nicht viel Zeit. Wir pushen jetzt gegen die Schweiz und dann müssen wir gucken. Ich hoffe, dass wir Graz oder Salzburg als Hauptstadt bekommen oder Innsbruck meinetwegen noch, dass wir nicht direkt kapitulieren, aber das sieht nicht... Ah, okay, gut. Gut. Ich sag schon gar nichts mehr. Wir surrendern nämlich erst bei 0%. Das heißt, wir können rein theoretisch kämpfen, bis der Arzt kommt. Schick Truppen! Ah, na endlich. Meins. Kurz die Schweizer platt machen. Das Gute ist, wir haben die Schweizer schon richtig aufgearbeitet, Alter, weißt? Wir haben ja schon seit 2 Jahren Krieg geführt. Jawohl, Truppen sind auch da zur Unterstützung. Ich bin militärisches Mastermind, Alter. Ich schwöre bei Gott. Wir haben die Schweizer platt gemacht. Wir machen die Tschechen platt. Bam, Alter. So. Ich bin kurz auf Toilette und was trinken holen. Dann bin ich wieder da, Freunde. Müsst kurz Geduld haben. Vielleicht kann ich eine Werbung schalten. Geld verdienen oder sowas. Moment. Kann ich hier Anzeige einfügen? So, vielleicht kommt Werbung, vielleicht nicht.
So. Meine Freunde, Krabbe ist wieder da. Ich schwör, ich hab ja Kühlschrank, ne? Darkman, Dankeschön für deine Mitgliedschaft. Willkommen im Club. Bin ich jetzt verwirrt? Oder? Du warst doch davor auch schon Mitglied, oder? Hä? Bin ich gerade verwirrt? Darkman war doch davor auch schon Mitglied, oder nicht? Oder habe ich das jetzt gerade verwechselt? Darkman war doch davor auch schon Mitglied, aber jetzt ist er nochmal Mitglied. Ach, verlängert, okay. Okay, verstehe. Kurz gekündigt, dann wieder rein. jedenfalls ganz lustig. Ich habe hier einen Kühlschrank, wo ich so ganzen Getränke lagern und so. Und das ist ja so richtig schwül draußen. Und der Kühlschrank ist komplett beschlagen durch die Luftfeuchtigkeit. Das ist so krank. Also außen die Fensterscheibe ist komplett beschlagen. So hohe Luftfeuchtigkeit hat, Alter. So. Mimimi. Weiter geht's. Heimatschutzbrigaden, jawohl. Nicht zu verwechseln mit den Reichsschutzbrigaden. Was? Das ist big, Alter. 45% Armeeerfahrungszuwachs, 20% Armeeorganisationszuwachs. Digga, ist der lit, Alter. Okay, Entschuldigung, angenommen. Ich wohne in Krabbenhausen, das ist correctly. Woran erkennt man französischen Panzer? Ein Vorwärts- und 7 Rückwärtsgänge. Hihihi. Ein Rückspiegel, dass man die Front sieht. Hahaha. So. Der Stream bleibt online, yes. So, ihr verteidigt brav meine Front. Das ist meine, ja genau. Wir müssen halt jetzt erstmal kurz die Schweizer platt fahren. Ich bin der beste YouTuber, danke. Das freut mich sehr. Ich mag Schleimer. Schleimen auch sie heute noch für ihre Krabbe aus der Nachbarschaft. Österreich über alles, braucht man gerade nicht. Wöchentlicher Kriegssupport minus 5%, Digga. Das ist ja übelst der, ist ja übelst die Abzocke. Wöchentlich minus. Ja, der Gotthard-Pass, der dürfte dann auch gleich noch fallen. Die Tschechoslowaken arbeiten sich auch schon an uns auf. Hihihi. Ich bin so gut, Alter. Ich bin so unfassbar gut in dem Spiel. Das ist schon fast langweilig, ne? Weil ich ein bisschen getrickst habe, ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich darf auch arrogant sein. Ich bin gerne arrogant. Ich bin ein arrogantes Krabbentier. Wie lange ich noch streame? Weiß ich, soll ich aufhören zu streamen oder was? Also wenn ihr sagt, ich streame schon zu lange oder so, ich soll aufhören zu streamen, dann müsst ihr einfach nur sagen, dann kann ich aufhören. Kein Thema. Wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Ah, Entrenchment Speed, Max Planning. Ja, ja, das ist gut, oder? Das ist. Ja, ich bin eher Infanterie Boy. Also, ich stream wahrscheinlich noch circa eineinhalb bis zwei Stunden. Okay? Freunde, wenn ihr alle brav dabei bleibt bis zum Ende, dann mache ich nur eineinhalb bis zwei Stunden. Wenn ihr jetzt sagt, die geht gleich alle, dann hör auf. Ihr wollt den Krabbenabschirmdienst gründen und uns hier helfen. Ja, meinetwegen. Dürfte man. Ah, Zürich gehört auch endlich wieder Österreich. Hey! Ihr hässlichen Baguette-Lutscher! Ich reiß dir den Schnurrbart von der Schnauze, Alter. Der klaut mir einfach meine Stadt, Alter. Wer macht denn sowas? Jetzt reicht's, Adler.
So. Kameraden. Fürs Deutsche Reich. Fürs Österreichische Reich, meine ich. Sprichst du Sprachen außer Englisch und Deutsch? Nein. Da. Jemand Stalin gerade, ja. Oh Mann, ey. Was soll ich mir nehmen? Das oder das? Das gibt uns Aluminium. Deswegen würde ich erstmal das nehmen. Ja, komm, Itay. Die kommen am Ende in den Krieg rein. Ganz zum Schluss. Ne? Essen die Reste. Die fertigen, kaputten Schweizer Division machen sie fertig. Ich habe alles alleine gemacht. Der Einzige, der was gemacht hat in dem Krieg. Und dann kommen die Italiener und erdreisten sich auf hinterhältigste, bösartigste Art und Weise Gebiete zu beanspruchen. Da krieg ich aber so einen Hals. Nein, ich hab da keinen Bock drauf. Ich find sowas scheiße. Ich find sowas asozial. Das ist asoziales Verhalten. Na, geht doch. Besser so. Besser ist es. Italien. Besser ist es. Ich sag euch, wie es ist. Ich hab da keine Gnade heute. So. Ja, da macht was er mit dem Scheiß da. So. Meine Freunde, jetzt hat... Es ist Zeit für Artillerie... Nein, es ist Zeit für... Trucks. Es ist Zeit für Trucks. Compliance, Compliance, Compliance. Ihr geht mir auf und sagt mit eurer scheiß Compliance. Was können wir denn machen? Militär, ja. Ich habe halt auch noch nichts erforscht, rein theoretisch. Wir sind halt wieder richtig am Arsch, ne? Wir brauchen halt Militärpolizei. Da wird halt kein Weg dran vorbeiführen. Trotz allem. Ich esse dich auf, Günther. Der Günther macht Pizzaboden, Alter. Was, ich soll N drücken? Nö. Warum soll ich denn N drücken? Ach so, wegen Tag-Nacht-Modus. Bist du jetzt glücklich? Ich baller dir gleich deutsche Pressezensur ins Gesicht. So. Da ist wieder einer ganz lustig. Leb wohl, Springtrap. Mach's gut. So. Okay. So, jetzt müssen wir uns um die Tschechoslowakei kümmern und rein theoretisch schauen, dass wir irgendwie die nervigen Menschen in der Schweiz befrieden. Oh, danke für die Ausrüstung. Ja, Offensive in die Tschechoslowakei kann ich mir eh in die Haare schmieren. Was ist das Endziel? Das Endziel ist der Endsieg. Darf ich das so sagen oder ist es verboten? Ich habe nie gesagt, dass der Mod leicht ist. Hat jemand gesagt, der ist leicht? Die nervigen Menschen in der Schweiz befrieden oder befriedigen? Das kannst du dir jetzt selber aussuchen. So. Dann machen wir mal weiter mit das hier. Ganze Zeit schon machen wollte. Hallo, servus. Ich glaube, der Stream verstößt gegen die Verfassung. Der Stream verstößt doch gegen meine Mutter. Die fette Sau. So, ich grüße alle Neuen. Ne? Einmal alle neu reingekommenen gegrüßt fühlen. Aber nicht zu viel, ansonsten bildet ihr euch noch was ein. Das wollen wir nicht.
Ich werde auch bald Flugzeuge bauen. Der große patriotische Krieg. Ich glaube nicht. So groß und patriotisch ist der Krieg gar nicht. Aber das Geile ist, wir sind jetzt Mitglied bei den Alliierten. Das heißt, wir können unsere alliierte Macht nutzen, um alles Mögliche zu unterwerfen. Einfach der größte Snob hier, die Krabbe, ja. Ja, Moment. Hier, pass auf. Ich zeige euch mal was. Und zwar... Hier. Wir haben sogar so eine Snob-Krabben-Emoji. Kanalmitglieder, gell? Hier. Weiß nicht, gibt ja manche, die wissen das gar nicht. Kanalmitglieder können ja schön flexen mit so Emojis, Alter. Ja, ja. Ja, jetzt hat's so. Krieg ich das jetzt wieder weg. Danke. Ich bin mir auch sicher, dass wir ganz offiziell die coolsten Emojis auf ganz YouTube haben. Hallo, Buck. Buck. Hallo, übrigens auch Kaiser. Entweder war die ganze Zeit unbekannter oder ich habe ihn nicht gesehen. Ein Nexi Schweiß mit Cheats. Warum sollte ich das machen? Das ist doch langweilig. Ich habe Hearts of Iron 5 schon gespielt, ja. Wir können jetzt euch mal angreifen, oder? Ah, okay, wir greifen nicht an. Stopp. Stopp. Hä? Ach, jetzt greifen die anderen an. Ja gut, dann greifen wir doch noch mit an. Vielleicht kommen wir irgendwo durch. Einfach durchstoßen. Einfach reinstoßen. Moin, was geht, Survival-Schnitzel? Willkommen an Neue. Was ist besser, Hearts of Iron 4 oder Hearts of Iron 5? Ich finde Hearts of Iron 5 ein bisschen besser. Es fehlt mir doch ein bisschen zu viel Stahl. Karl Burkhardt, ich begrüße dich in den Reihen der Krabbe. Vielen Dank für die Mitgliedschaft, mein Liebster. Ich habe Videos zu Hearts Europa Universalis 4 gemacht. Gerne mal auf Gaming-Krabbe vorbeischauen. Da gibt es alle paar Tage und Tutorials ebenfalls. Na, Ukraine wurde kalt gemacht von den Russen. Herzlos. Also ich hab mir vorgenommen, wenn wir die 30.000 voll haben sollten, dann werde ich mich mit Merch auseinandersetzen. 30.000, dann Merch. Tschüss, Luki. Endlich Mitglied, jawohl. Und damit auch viel Spaß mit deinen Emojis. Hearts of Iron 5 hat eine KI, die ist so richtig krass, ne? Also die Hearts of Iron 5 KI ist Endlevel. So viel kann ich euch schon mal verraten. Nein, Buck, wir spielen... Die Mod ist verlinkt in der Videobeschreibung. Das ist eine Mod, die Österreich komplett überarbeitet. So ein kleiner Ausschnitt davon. Die andere Hälfte ist schon weggefallen. So, wir haben es geschafft, durch die tschechoslowakischen Linien zu stoßen. Das langt aber leider noch nicht. Haben wir denn Luftüberlegenheit? Natürlich haben wir Luftüberlegenheit. Natürlich. Natürlich. Natürlich ist Hearts of Iron 5 nicht draußen. Lass dich nicht verarschen, Alter. Okay. RIP-Türkei. Nein, ich meine auf Krabbe 30.000. Nicht Gaming-Krabbe. Gaming-Krabbe nicht. Krabbe 30.000. So. Reconsider Foreign Relation. Machen wir das doch mal. World Congress ist Litauen. Kommt da noch. So, das ging jetzt relativ schnell. Und damit beginnen wir mit unserem Traum auf ein größeres Österreich. Gibt es irgendwo eigentlich, Nee, gibt's nicht. Na gut.
Größeres Österreich. Mach mal ein Short Österreich versus Tschechien. Ja, kann ich mal machen. Irgendwann mal. The German Führer has announced that he does not accept our neutral stance und Unabhängigkeit. Wir brauchen Hilfe. Ich meine, ich habe schon Hilfe. Nennt sich Schweiz, Italien und Frankreich. Wenn Deutschland mir jetzt den Krieg erklärt, dann ist tschüss. Ah, sieht das aktuell nicht danach aus, deswegen schauen wir mal. Wie sich das weiterentwickelt. Wir bräuchten halt rein theoretisch Artillerie, dass wir unsere Division verstärken könnten. Buck, darfst mir gerne eine Mod empfehlen. Ich bin morgen nicht auf TikTok live, nein. Hallo Krambauer. Kasu kann ich gerne machen. Schreibt mir nochmal auf Discord, dass ich es nicht vergesse. Weil ich vergesse vieles. Bin immer so viel beschäftigter Mensch. Viel beschäftigte Krabbe. Da, leider kann ich mir nicht alles merken. So, Division Attack, nee. Was machen wir denn? Ich habe politische Macht, jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Naja, mal gucken. Ich mache aktuell kein Twitch, nein. Ja, viel bauen können wir auch nicht mehr. Ich kann kein Französisch. Ich will auch gar kein Französisch können, weil es ist unnötig. Wir sollten lieber alle Deutsch reden in ganz Europa. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wie findest du das auf dein, was? Wie findest du das in auf deiner Arbeit in der großen Krabbe täglich dein Autokorrektur hat komplett gefickt. Aber ja, ich finde es natürlich schlimm. Muss man ganz klar sagen. So. Unterwerfung von Ungarn. Oh, das ist ja nice. Glaube ich. Oh. Manpower 20.000. Hm. Oh, drei neue Einheiten. Ist das hier? Hm. Italienisches Equipment. Machen wir erstmal das, nochmal ein bisschen Wirtschaft pushen. Und dann hier natürlich weiter. Wer Französisch kann, kann auch kapitulieren und eine Krabbe ist zu cool dafür. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Ein sehr guter Punkt. Oh, Irland. Irland bekommt auf die Fresse. Greift die Schweiz an. Digga. Die Schweiz ist weg. Das Einzige, was noch lebt, ist das hier. Und das will ich gar nicht angreifen, weil es eine Zeitverschwendung wäre. Der hat übrigens Kriegsziel gegen mich. Diese Opfer, Alter. Zockst du denn irgendwann in Zukunft den New Order? Können wir gerne mal gucken. Du kannst Französisch, was? Verrat in den eigenen Reihen, skandalös. Die Mod kenne ich, 8 Years of Resistance, überarbeitet ganz Asien. Habe ich, glaube ich, tatsächlich in meiner Liste. Leon, gute Nacht. Keiner schafft es, gleichzeitig zu reden und zu atmen, außer sie sind Psychopathen. Ich kann kein Französisch. Ja, die deutschen Truppen sind an meiner Grenze. Aber aktuell dürften sie nichts machen können. Weil, ist mal ohne Witz, was ist denn das? Wir haben jetzt hier so viel Einheiten an sich, aber ich kriege keinen Support. Wie viele Stunden ich habe? 3000. Ihr könnt mir mal gerne in den Chat schreiben, ob ihr auch Hearts of Iron 4 spielt oder nicht.
Also spielt hier Hearts of Iron 4, ja oder nein? Würde mich mal interessieren, wie viele nicht Hearts of Iron 4 spielen und hier zuschauen. Oh. Fünf-Jahres-Plan. Lieben wir. Das lieben wir nicht so. Gegen wen denn? Pakistan. Also spielen fast alle. Ein paar nicht. Ich spiele alle Paradox Games, Ehre. Ich spiele auch eigentlich alle Paradox Games, was Strategie sind. Ja gut, wenn eh schon so viele Hearts of Iron 4 spielen, dann schreibt mir mal gerne rein, wie viele Stunden ihr habt. Also ich habe 3000 Stunden, aber wie viel habt ihr denn? Eine Off-Map-Militärfabrik, das ist ja interesting. Ja, braucht man nicht. 2700, wow, fast so viel wie ich. 2500, 1200, 2600. Was war das? Angst, dass du aufhörst, meine Videos zu schauen? Was? Skandalös. Also es sind echt einige Bringer dabei, Alter, mit tausenden Stunden. Stabil, Leute, muss ich schon sagen. Also, das ist schon eine Leistung, ja. So, was geht eigentlich so ab? Oh, Deutschland, der Adenauer. Das ist super. Deutschland demokratisch ist chillig. Wenn du das Spiel hast, dann keine Ahnung, vielleicht 50.000. Okay. Mit 10.365 wärst du in den Top 10, Finn. Weil ich glaube, hat fast keiner. Hallo Traumgott. Das neue Victoria habe ich natürlich gespielt, freilich. Öfter schon. So, der österreichische Fünfjahresplan. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Das ist schon nett, Alter, ne? Monatliche Bevölkerung plus 100. Dann jetzt den Ständestaat. Der ist auch noch richtig nice. Also wir haben schon richtig krassen Shit jetzt in der Zwischenzeit. Ja, das dauert ewig. Ewig. 6200, was? So viel. Die Zuschauer sind im Schnitt 19 Jahre alt, haben wir gesehen. Ich lasse die Schweiz nicht frei. Die Schweiz ist mein neuer Schoßhund. Die werden bis zum Ende ihrer Tage, müssen die unter meiner Fittiche leben. Ob sie wollen oder nicht, ist mir scheißegal. Du hast Holy durch mich kennengelernt und liebst es. Das freut mich sehr. Ich hoffe, du kaufst auch immer brav mit Code Krabbe. Hier, ich trinke auch Holy übrigens gerade, hier. Keine Werbung. Hier, trinke ich freiwillig. Schmeckt gut. Ah. Ja, es ist kein Durchkommen bei den Tschechoslowaken, du. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Na gut, wir machen mal weiter mit Ungarn. Vielleicht können wir einfach die Ungarn nebenbei angreifen und die Front mit der Tschechoslowakei vergrößern. Rein theoretisch könnte ich mich nämlich komplett hier zurückziehen und komplett unsere Truppen Richtung Ungarn stellen. Schneidest du dir auch die Haare? Was ist das für eine Frage? Ist doch eigentlich total sinnlos, die Frage, oder? Zuschauer, Multiplayer-Livestream kann ich mir aktuell nicht vorstellen, nein. Gönnergy habe ich noch nicht probiert, weil es einfach nirgends gibt. Ich vertraue nicht den Franzosen, ich vertraue den Italienern. Wenn man das so sagen kann. So. Also was wir jetzt machen ist Überfall. Hallo Alantag, ich grüße dich. Das Ziel der Session ist, Österreich great again zu machen. So, jetzt hat investieren. Extenden.
Ah, Kohle. Das, ah, Stahl ist gut. Jawohl, Stahl. Militärfabriken. Militärfabrik. Militärfabrik. Digga, das ist lit, Alter. Gleich mal alles reinballern. Alles reinballern, scheiß drauf. Gibt es Rabatte für Heu 4, auf die man warten kann? Ja, es gibt manchmal einen Sale, da gibt es relativ hohe Preisnachlässe. Scheiße, die haben zu schnell reagiert. Habe ich zu lange gebraucht, verdammt. Ein Support-Artillerie schon mal reinschrauben. Wie viel haben wir jetzt noch? Gar keine, na toll. Ganz toll. Brauchen auf alle Fälle Wolfgang. Auf Instant Gaming kostet Heu 4 8 Euro. Ja, wie gesagt, auf YouTube geht es manchmal noch billiger, wenn es im Sale ist. Also da spart er noch mehr Kohle an sich. Warte mal, rein theoretisch, wenn ich auf Dreist jetzt einfach eine Artillerie reinpacke und hoffe, dass mir meine Verbündeten was schicken, vielleicht klappt das ja. Wieso ich dich gesperrt habe? Weil du mir zu viel spammst. Wenn du weiter spammst, dann fliegst du sogar permanent aus dem Chat. Okay, die Spriten. Die Briten. Ah, das ist gegen Frankreich oder so. Das ist nicht gegen mich. Das ist gegen irgendeinen unserer Verbündeten. Ne? Die Briten werden mir nichts tun. Das neue DC müsste bald kommen. Ich schätze September, Oktober. Achso, wenn ich meine Truppen abziehe, kommen sie durch, oder was? Ihr seid solche Arschlöcher. So. Wir gehen hier auch all in. Scheiß drauf. Mal gucken. Unsere Verbündeten sind noch gleich beigetreten. Was? Jugoslawien hat akzeptiert? Decided to cave. Was bekommen wir denn jetzt? Nordslowenien und Ljubljana. Dankeschön. Okay. Ha! That's what I like. Das müsste doch eigentlich Kerngebiete jetzt dann sein, oder? Ich habe doch Kern drauf bekommen. Ja, Moment. Hey, occupied. Da stand doch gerade Kerngebiet. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was? Krabbe, du bist schon so lange bei dir, aber immer noch kein Mitglied, weil du dich leider abmelden musst. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Du hast mich abonniert, das ist sehr freundlich. Deine Freunde lachen dich aus, weil du mich guckst. Naja, kann doch nicht jeder so schlau sein wie du. Manche Leute sind halt einfach ein bisschen zurückgeblieben. Das ist doch in Ordnung. Ja, wie gesagt, polnische Kosakenreich. Wenn ich da sowas finde, so von Mods her oder so, kann man das auch öfter machen. Was ist das für Musik eigentlich? Safer Grounds, kenne ich gar nicht. Seit wann gibt es das Lied? Dankeschön, Nisi. Hi Dresden, grüß dich. Schön, dass du auch vorbei schaust. Du hast 0 Spielstunden, schaust mir zu. So ist da auch in Ordnung. Melone auslöffeln oder schneiden und mit Hand essen? Melone schneiden und mit Gabel essen. Gabel essen. Voll der Betrug, da stand Kerngebiete und wir haben keine Kerngebiete drauf bekommen. Ob wir jetzt nur gerade meine gesamte Manpower hier unten. Ich bin der beste YouTuber, den du kennst. Ja, dann glaube ich dir das mal, ne? Ah, die ungarischen Linien, die bröckeln, das ist super. Brauchen halt mehr Artillerie jetzt. Nur keine Front zu den Tschechen kurz. Es geht jetzt hier erstmal ehrlich wirklich nur um Ungarn eigentlich. Was? Hehe.
Wie viel Euro, damit du eine komplette Kampagne nach Wunsch machst? Also das funktioniert ja, wenn man Kanalmitglied ist zum Beispiel, sagen wir mal als legendäres, legendäre Kampagne 6 Monate und unsterbliche 3 Monate. Das heißt, rein theoretisch sind es 150 Euro für eine komplette Kampagne. Klingt viel im ersten Moment, aber natürlich, damit kann sich, wenn sich jeder wünschen könnte, dann wäre es ja auch irgendwo nicht mehr machbar. Deswegen, ja. Ist halt so als Dankeschön für Kanalmitglieder. Oder für Leute, die halt sehr viel investieren. Aber das ist lustig. Wir haben jetzt wirklich das Sudetenland bekommen. Die haben uns das Sudetenland gegeben. Im Austausch, dass ich sie nicht angreife. Aber wir sind ja eh schon im Krieg mit denen. Das ist so geil. Ah, gegen Deutschland. Aber das ist so cool, Alter. Tschechien haben echt die Gebiete gegeben. Das sind sogar Kerngebiete. Ja, Wolski, Podolski, Alter. Geil. Lieben wir. Was? Du hast zusammengerechnet auf keinem Kanal so viel Zeit verbracht wie hier. Ehre. Ja, die wollten vielleicht weißen Frieden, aber den können sie sich in die Haare schmieren, den weißen Frieden. Das Einzige, was sie bekommen, ist eine weiße Schelle ins Gesicht. So. Ja, das ist. Wir haben jetzt doch. Wir haben jetzt 7 Millionen Non-Core. Wie groß soll die Armee werden? Unendlich. Dankeschön, Mr. Honig, dass ich die beste YouTuberin bin. Das freut mich. Ich bin wirklich sehr erfreut, dass ich die Lieblings-YouTuberin bin von euch. Hi! Danke, meine Freunde! Abonniert die Krabine! Ja, ich wollte nicht Calling-Button nutzen, weil ich mir die Mod ja anschauen wollte. Wir brauchen mehr Manpower. Es gibt nichts Gescheites mit richtig viel Manpower, so wirklich. Mindestens 30 Zentimeter. Wir switchen jetzt auf 5%. Das ist auch noch machbar. Wir switchen mal auf War Economy. Ganz nebenbei. Bin hier vor lauter Chatlesen völlig inaktiv hier im Spiel, Alter. Spiel wie so ein Krüppel. Hast du eine Freundin? Mehrere. Mehrere Freundinnen. Für jeden Wochentag eine. Fabian hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen Dank, Fabian, für deine Unterstützung. Und Iceman darf sich hier freuen. Danke, danke für jeden Support. Dankeschön. Freut mich immer sehr, wenn ihr die Krabbe unterstützt. Egal, durch Videos schauen, Kanalmitgliedschaften, Spenden. Egal, jeder Support ist ehrenhaft von euch. So, nehmen wir an. Pushen weiter. Wobei, wir machen es anders. Wir pushen nur hier unten weiter. Können wir hier unten den Fluss überqueren. Oh. Das ist auch sehr interessant. Ich habe Deutschland. Ich habe aus Versehen Deutschland den Krieg gegen Deutschland zugestimmt. Geil. Okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Vor lauter, lauter, Alter. Na gut, ist nicht schlimm. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Glaube ich. Hoffe ich. Mal gucken. Okay. Dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal kurz Richtung Deutschland. Wer hat denn den Deutschen überhaupt den Krieg erklärt? Wer war denn das? Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Warte mal. Wo ist das mit Deutschland? Joint the Offensive Austrian German War? Ach, Deutschland hat mir den Krieg erklärt, oder was? Nee. Ich habe Deutschland den Krieg erklärt? Am 23. Dezember 1939? Echt, oder? Ich habe Deutschland den Krieg erklärt. Hä? Natürlich habe ich natürlich keinen Safe. Ich habe Deutschland den Krieg erklärt. Ich habe Deutschland den Krieg erklärt.
Wow. Einfach nur wow. Okay, die kommen hier rein theoretisch nicht durch. Okay, das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich das total interessant finde, dass ich angeblich den Deutschen den Krieg erklärt hätte. Da geht die eine Division baden, super. Ja. Ich habe echt über Fokus den Deutschen den Krieg erklärt? Wo habe ich denn das gemacht? Lol. Ich habe gedacht, das ist, Kriegsziel. Was erkläre ich denn denen automatisch den Krieg? Alter. Ich hasse das. Ich hasse das abgrundtief, wenn ein Spiel mir einen Fokus raufzwingt, der dann automatisch den Krieg erklärt. Das ist so niederträchtig. Ah, ich hasse es. Ja, das wird jetzt interesting. Das wird jetzt interesting, weil ich glaube, jetzt haben wir echt schlechte Karten langsam. Ah! Das war, ja, das ist wieder Klassiker. RIP. Immer das Kleingedruckte lesen, ja, ist so. Ja, das ist jetzt, schade, das war's. Das ist jetzt super beschissen. Das ist jetzt das Problem. Ja, die Franzosen halten sich natürlich raus, die treten natürlich nicht bei. Und dann kommt jetzt natürlich doch etwas zu viel auf einmal rein, ne? Ach, das ist ärgerlich, weil ich nicht gelesen habe. Weil ich dachte, dass es uns ein Kriegsziel gibt. Ich kann nicht neu laden. Ich habe Autosave auf Monatsding und hier war schon Krieg. Ah, Frankreich ist beigetreten. Das ist zum Kotzen. Das ist mir schon mal irgendwann irgendwo passiert. Da habe ich das gleiche gehabt. Da haben die mir auch, da habe ich auch über den Fokus Krieg erklärt. Aus Versehen. Weil ich nicht aufgepasst habe bei dem Scheiß. Ach, das ist kacke sowas. Oh. Oh. Das ist nice. Immerhin. Die Amis sind uns beigetreten. Das ist natürlich nicht so toll. Wir werden uns halt verteidigen. Was ist das denn? Hä? Ach so, ungarische Truppen sind da. Das Ding ist, was ich auch nicht bedacht habe, das war das andere, wir sind ja auch mit, wenn ich hier Ungarn weiter gepusht hätte, hätten wir ja noch mehr Probleme bekommen, rein theoretisch. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt gucken wir mal. Frankreich ist jetzt auch mit vor dem Krieg drin, die Amis sind beigetreten. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt weiter verhält. Wir haben ja eh zum Glück schon Defensive geskillt. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre hier Entrenchment Speed und Static Warfare. Das gibt noch mehr Verteidigung. Man kann auch Pause machen, ja. Man kann auch Pause machen. So, jetzt sind die anderen auch beigetreten gegen uns, oder? Ja, das ist jetzt natürlich... Ich meine, wir surrendern erst, wenn wirklich alles verloren ist. Aber es sieht gerade nicht allzu gut aus. So fair muss man schon sein. Ich kann jetzt mal... Weiß, wäre vielleicht ein bisschen klüger... Wenn wir die Verteidigungslinie hinter dem Fluss... Ah, dass wir das hier nicht haben, ist es ein bisschen ärgerlich. So, gucken. Mal gucken. Wenn wir das hier verteidigen können, bin ich erstmal generell trotzdem happy. Und dann hoffen wir, dass sie sich aufarbeiten. Ob ich Litauen mag? Ja, ich mag es zumindest mal nicht. Nicht. Was? Lulan King? Nein, das ist nicht live. Das ist eine Aufzeichnung von 1937. Kommen US-Truppen? Jawohl!
Ura! Aufzeichnung, Alter. Ist nicht live, Leute. Ist nicht live. Ist Aufzeichnung. Ja, weiß die Deutschen mit ihrem scheiß Kriegserklärung. Muss was? Wer ist getötet worden? Irgendjemand ist getötet worden. Wo sind die US-Truppen? Ich hab die doch irgendwo kommen sehen. Kommt schneller! Hallo Ragnar. Wie viel Geld sollst du bekommen, damit du eine Folge mit Demokratie machst? Naja, wie ich schon gesagt habe vorhin, du liegst im Schnitt bei einer Wunschkampagne bei 150 Euro. Ha! Das ist noch ein guter Preis dafür, wenn ich rechne, wie viel lange ich dafür sitzen muss. Ich mag gar keinen, ich mag nur mich grundsätzlich. Hallo Leon. Haben wir jetzt einen Bürgerkrieg oder was? Eine Italien, ne? Ja, Deutschland. Hä? Jo, was ist das denn jetzt? Och, das gibt's doch jetzt nicht. Diese scheiß Russen. Ich hasse Russen. Also hier im Spiel. In echt bin ich ein absoluter Menschenfreund. Ich liebe alle Menschen. Die Russen sind grundsätzlich immer stark in Hearts of Iron 4. Auch hier jetzt haben sie auch schon wieder um eine 800.000 Manpower. Wie welche CPU ich habe. AMD Ryzen 5900 Triple X. Ja, die kriegen uns nicht platt, also. Hast du mal Bock auf CSGO? Hier nicht, vielleicht wenn ich irgendwann mal Twitch streame. Aber sag ich mal so, mit mehr Streamen und so Zeug, das ist halt abhängig davon, wie YouTube halt langfristig sich entwickelt, ne? Wenn wir sagen, ja, man kann mit YouTube Geld verdienen und leben, dann kann man auch auf Twitch zum Beispiel anfangen zu streamen oder andere Spiele machen, ne? Aber das ist halt zukunftsabhängig, da muss man halt gucken, wie es weitergeht. Wo sind jetzt die US-Soldaten hin eigentlich? Da sind die US-Soldaten. Hier irgendwo habe ich sie doch gesehen. Da sind sie. Und da sind sie auch. Hier ist so ein kleiner Korridor offen. Und hier kriegen wir auf die Fresse. Na super. Das Ding ist, wir hätten das ja locker gewonnen. Ich habe einfach zu früh das mit den Deutschen gemacht, Alter. Ich schwöre. Danke, Springtrap. Hau rein. Ich habe Deutschland ausgesehen den Krieg erklärt. Ja, leider. Leider richtig. Leider ist das korrekt. Was fehlt uns denn hier eigentlich? Züge... Nee, Trucks fehlen und... Nee, was fehlt uns denn? Hä, mir fehlt doch gar nichts. Gut, keine Ahnung. Polen, Litauen. Boah, wenn die uns beitreten, das wäre Premium, Alter. Wären auch nicht so schwach eigentlich. Danke, Marc, freut mich. Du musst einen Vlog-Kanal machen. Was soll ich da machen? Ich mach doch gar nichts. Ich kann doch keinen Vlog-Kanal machen, wenn ich nichts machen kann. So, das ist positiv für uns, glaube ich, oder? Ja. Oder? Ja, das war positiv für uns. Sehr gut. Zumindest ist es cool, dass ich einer der wenigen bin, die in Deutschland häufig Content machen. Immer wieder gerne. Verluste 1,14 Millionen zu 1 Million. Ah, das Manpower ist krass gegen uns jetzt. Auch mit den United States. Und die haben Estland den Krieg erklärt. Das ist die Frage, Estland, treten die jemanden bei? Ich bin nicht auf der Gamescom, nein. Die treten keinem bei. Schade eigentlich. Hätte mich gefreut, wenn die Polen auf unserer Seite mitkämpfen würden. Die brechen unsere Verteidigungslinie. Ich könnte kotzen, echt. Ja, das ist dann doch too much gewesen. Alles nur wegen dieser bescheuerten Kriegserklärung. Ne, RTX 3080.
Benutzt doch heimlich die Cheats. Ja, was könnte man denn cheaten? Wir bräuchten Verbündete. Niederlande, Belgien, Dänemark müssten wir in unser Bündnis rein. Und das würde zumindest ein paar neue Möglichkeiten geben, weil die Deutschland ablenken würden. Research all. Ich glaube, nicht mal das würde helfen. Ja, wir sind halt jetzt richtig am Arsch. Wir machen jetzt hier einfach so ein Last Stand um Wien herum. Hier so einen kleinen Kreis. Der letzte Kreis. Der Kreis ist heiß. Was? Delete all gear? Das wäre echt asozial. Delete all gear. Aber ich gehe lieber fair unter. Ich habe die Frage mit der Grafikkarte schon beantwortet. Wenn ihr nicht zuhört, wenn ich Sachen beantworte, habt ihr Pech gehabt. Also ich sag mal so, wenn wir kurz davor sind zu surrendern, dann machen wir zum Joke Research All, okay? Meine Lieblingsserie ist The Boys eigentlich aktuell. Wobei ich auch sagen muss, The Orwell finde ich aber auch toll. Kampfboni... Desperate Defense. Ja, mal gucken. Lieblingsfilm habe ich keinen. Ich schaue viele Filme. So. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Ah, oh, diese Deutsche. Was ist das? Wir hätten wirklich einfach nur Ungarn, Rumänien und die Tschechen besiegen müssen. Das hätten wir geschafft. Und ich habe Deutschen den Krieg erklärt, weil ich gedacht habe, dass es ein Kriegsziel ist und nicht eine automatische Kriegserklärung. Das ist so ärgerlich, ne? Das ist so ärgerlich. Das ist so traurig. Echt, no joke. Wegen mir hast du wieder mit Heu 4 angefangen. Ha, sehr gut. So, noch mehr Divisionen. Also unsere Armee ist stärker denn je. Wir haben 170.000 Mann, aber was bringt mir das? Was bringt mir das? Leider nicht viel. Oh, Railway Guns. Echt, oder? Krass. Nein, das kann man nicht auf Switch spielen. So. Tschüss. Also Frankreichs Geschichte, Italiens Geschichte, wir sind die Letzten, die standhalten. Tschüss, Frankreich. Die Briten haben die Franzosen kalt gemacht. Ich verreck, Alter. Oh Gott, ich bin nicht wenigstens Major? Nein. Ich bin nicht mal Major. Es ist peinlich, Alter. Wir haben 2,2... Wo sind die 2,2 Millionen Manpower, die wir noch haben? So, unser Verlust 130.000, ja. Was hast du verpasst? Ja. Ich hatte mehr Fabriken, ich hatte 30 Fabriken. Aber man braucht 50 Fabriken, glaube ich.
Und trotzdem will ich Major sein, weil ich bin der Supermacht. Nicht wegpushen. Oh Gott, das geht nicht mehr lange gut. Moment, ich habe gerade, ups. Jetzt habe ich aus Versehen einen schwarzen Bildschirm. Das ist aber sehr ungünstig, das ist sehr komisch. Moment. Ja, jetzt geht's wieder, okay. Hey, das ist, manchmal ist es komisch, manchmal ist es einfach schwarzer Bildschirm. Ganz komisch. Naja, mal gucken. Oh, ups. wir bauen erstmal andere Sachen, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, wir werden nicht aufgeben. Also wir kämpfen auf alle Fälle bis zum letzten Mann. haben die sich irgendwie ein neues Bündnis gemacht? Ist ja ekelhaft sowas. Bei dir ist unscharf. Was? Bei ihm ist unscharf. Da musst du eine Brille aufsetzen, dann bist du vielleicht wieder schärfer. Ja, wenn man die Produktion nicht umstellt, verliert man Kriege. Das ist sehr, sehr gut bemerkt. So, apropos, wir müssen, meine Güte. Moment. Ich kann euch nicht alles zeigen, leider. Das Problem ist, es sind viele inhaltlich schwierige Themen in Deutschland. Deswegen muss ich manche Sachen einfach kurz rausnehmen. Deswegen mache ich da schwarzen Bildschirm, dass ihr nicht seht, dass das Video nicht gesperrt wird, wenn ihr wisst, was ich meine. So, jetzt mal kurz gucken. So, ich hätte gerne noch Flugzeuge, genau. So, was machen wir denn? So, Fighter. Fighter klingt super. Fighter ist geil. So, was braucht man noch? Close Air Support. Kann man, ist aber schon gut. Stämme auf HD. Du kennst mich ja seit 2 Tagen. Dankeschön. Dann auch, dass du das so geil findest. Da, huch! Das Spiel abgestürzt. Das ist aber sehr komisch. Ich lade kurz neu. Moment. Hammer gleich. Ganz kurzen Augenblick. Sollte gleich wieder gehen. Bin ich mir sicher. So, und da sind wir auch schon wieder zurück im Spiel. Jawohl. So. Ja, also ich bin mir sicher, wir schaffen das Comeback, Leute. Wirklich, glaubt mir, wir schaffen das. Ich bin da wirklich sehr zuversichtlich. Mit meinem unendlichen Skill kriegen wir das auf alle Fälle noch hin. Da bin ich mir sicher. So, haben wir denn einen Flughafen eigentlich? Wir haben keinen Flughafen. So, Infanteriedivisionen. Kurz den ganzen Müll da mal löschen hier. Okay, was machen wir noch mit rein? Anti-Air brauchen wir auf alle Fälle. So. Ich habe gar nichts gemacht. Das Spiel ist einfach abgestürzt, Leute. Dürft nicht alles glauben, was man euch hier erzählt. Ja, Männermeldung, Alter. So. Ich habe keinen Flughafen, das ist scheiße. Ah, doch, da ist ein Flughafen. Nee, das ist nicht mein Flughafen. Wem gehört denn der Flughafen? Hä? Das ist doch mein Flughafen. Warum kann ich in meinem Flughafen keine Flugzeuge stationieren? Was soll das? Das ist ohne Ehre. So, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal so eine kleine Allround-Offensive. So, einfach rein mit euch. Ich mach die alle kalt. Wisst ihr, das Ding ist, wenn ihr mal ein paar tausend Stunden gespielt habt, so wie ich, dann werdet ihr auch automatisch besser. Wisst ihr, was ich meine? So viele Sachen lernt man erst nach langer Zeit und so. Deswegen, ja. Wenn man sich im Fokusbaum verklickt, darf man Cheats nutzen. Das ist so. Das ist komplett richtig. Aber ich denke mal, jeder mit ein bisschen, das wäre tot gewesen. Da muss man nicht drüber diskutieren. Das mache ich jetzt eigentlich gerade nur, um zu trollen. Darf auch mal sein. Trollen muss auch sein, Leute. Ich sage euch, wie es ist. So, wir gehen jetzt all in. Für Österreich. Da, schau. Seht ihr?
Da, Provinz. Hier, Provinz. Jetzt können wir Flugzeuge stationieren. So, oh. Oh, seht ihr das? Die haben uns Flugzeuge gegeben. Voll nett von denen, Alter. Mal Close Air Support mit rein. Heavy Fighter mit rein. Voll Ehre. Oh, nee, Jetfighter haben wir. Oh, die haben uns Jetfighter gegeben, Alter. Wie ehrenhaft von denen. Oh, geil. So ehrenhaft, Mann. Bin so wirklich so nett von denen, dass sie das wirklich gemacht haben. Bin ich so gerührt, echt. Also, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast heute leider kein Gedicht. Ist okay, ich verzeihe dir das noch einmal. Ciao, weiß nix, mach's gut. So, jetzt ist die Frage, schaffen wir Luftüberlegenheit mit unseren Flugzeugen? Nee, warum nicht? Ja, das sind eh die falschen. Wir hätten taktische gebraucht. Ich verwechsel das immer, taktische und strategische. So, die taktischen sind nämlich die, die auch alles machen können quasi. So. Was soll ich mit euch hier? So, ein paar neue Divisionen ins Feld schmeißen. Maximale Supplies. Dann dürft ihr euch einfach mal dem ganzen Mitch zuwenden. Ah, ich bin mir sicher, dass wir auf alle Fälle den Krieg gewinnen werden jetzt. Du findest meine Shorts richtig cool. Dankeschön. Freut mich sehr. Ja, die Mod ist, also mal neutral betrachtet, ich komme nachher zu einem Fazit zu der Mod noch. Ich schummel? Nein. Hä? Hä, ich schummel? Digga, Lava, kein Scheiß, Alter. Sag dir mal bitte, dass ich nicht schummel. Schreib mal bitte, sag dem Finn bitte, dass ich nicht schummel. So. Wie heißt die Mod? Die ist in der Videobeschreibung. Ist verlinkt. Videobeschreibung ist verlinkt. So. Also wir haben uns die ganze Zeit verdeckt gehalten, ja. Wir haben einfach die angreifen lassen, haben die im Glauben gelassen, dass die uns besiegen könnten. Ne? Und zack. Jetzt brauchen wir aber Öl. Das ist sehr gut bemerkt. Aber ich habe kaum Möglichkeiten, an Öl zu kommen, leider. Also gut, wir machen das hier eh schon mit Öl. Da können wir auch nochmal Öl machen. Ich habe auch kaum Ressourcen aktuell. Also ich habe auch kaum Fabriken zum Handeln. Und es will keiner mit mir Öl handeln. Warum denn nicht? Also ich habe keine Handelsmöglichkeiten aktuell. Das ist das Problem. Aber ich bin mit ein paar Nationen im Krieg. Nicht so viel. Also ich bin wirklich bester Dinge, dass wir das gewinnen können. Weil ich halt einfach so unendlich viel Skill habe. Druvilo, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ups, das war zu viel. Was habt ihr denn alle so für Skills, meine Freunde? Infanterie-Experte. Das ist auch mal noch nett. Infanterie-Experte, Organisation. Naja, die dürfen sich langsam anziehen. Wir müssen aber gucken, dass wir jetzt auch irgendwie mal handeln. Es gibt kein Insta-Training. Was? Wie kann man so krabbisch sein wie du? Ah, geht nicht. Ich bin der Einzige, der so krabbisch ist wie ich tatsächlich. Aber das langt ja auch. Kann ja nicht jeder so krabbisch sein wie ich. Hey, die pushen uns trotzdem zurück, Alter. Das ist doch so, also, das ist doch so unfair, ey. Das ist doch das allerunterste Schubladerich. Dass sie uns trotzdem zurückpushen, das finde ich so unfair. Oh, hier sind deutsche Divisionen eingekesselt. Können wir die beseitigen? Frag für einen Freund. Ja, konnten wir echt. Jetzt haben wir rein theoretisch sogar einen Hafen. Können wir jetzt handeln? Nee, trotzdem nicht. Ärgerlich. Das sind halt leider alles untrainierte Truppen. Aber wir haben jetzt immerhin schon mal 650.000 Mann im Feld. Also ich bin da schon mal bester Dinge. Aber zum Glück noch ein bisschen Ausrüstung. Taubengang, hau rein.
keine Krabben essen, jawohl. Man kann krabbischer werden, indem man Kanalmitglied wird. Das ist auch richtig. So. Ah! Meine Freunde, das ist eine Offensive, die ich mag. Oh, ein extra Forschungslot. Erstmal wieder all in. Kroatien ist gefallen, sehr schön. Kann ich jetzt mal handeln, dass wir Öl bekommen? Öl? Immer noch kein Öl. Volker Schönherr, willkommen im Club. Ein Like, eine Division mehr für die Krabbe. So. Ich habe leider keine Atomwaffen. Aber warum kann ich denn nicht handeln? Achso, da gibt es keine Handelsrouten durch. Das ist das Problem. Aber wir marschieren jetzt auch Richtung Rumänien. Das ist richtig. Da gibt es dann auch Öl. Was macht er denn da? Das ist eine super Möglichkeit, sich umbringen zu lassen, du Trottel. Ich habe alles ganz legal erforscht, das ist richtig. Aber ich habe trotzdem kein Öl. Komm auch nicht überall durch. Weil die sind so krass überlegen. Selbst wenn du sagst, du hast alles erforscht und hast unbegrenzt Ausrüstung, selbst dann kommst du nicht durch. Ne? Müsst ihr euch mal überlegen, habe ich eigentlich Panzer? Boah, wir könnten Panzerdivision machen. Wir könnten uns eine Panzerdivision basteln, Leute. Passt auf. Okay. Ja. Super Heavy Tank Destroyer. Pass auf, wir machen ein Ding, pass auf. Wir machen zum Spaß. Modern Tanks. Wichtig ist halt, Organisation muss passen. Das dürfte aber gar kein großes Problem sein. Dann machen wir trotzdem auf Joke, machen wir Super Heavy Tanks mit rein, weil scheiß drauf. Ah. Was? Krabbe hat alles so schnell erforscht wie die Geschwindigkeit der Franzosen, wenn es ums Kapitulieren geht. Es war einmal im Blackscreen und da war Oppenheimer im Werk. Yes. Du hast es erkannt. Wo gibt's denn noch Light Tanks, irgendwas? Ach nee, scheiß auf leichte Panzer, Alter. Heavy Tanks mit rein. So. Haben wir jetzt schon Comet with 24. Dann schrauben wir noch ein bisschen mechanisierte Infanterie mit rein. Ich werde die so ficken mit der Division. Oh, scheiß drauf. Ah, nochmal. Ah, komm, machen doch so noch Light Tanks mit rein. Scheiß drauf. Und nochmal mich nice. So, 40er. Oh, leck, Alter. Das sind so juicy Divisions. Ah! Hä? Ah, ich trainiere schon zu viel Truppen. Okay. Jetzt hat. So, jetzt scheiß auf euch. Euch will ich nicht mehr. Kack drauf. Geil, Alter. Komplett bescheuert, echt. Macht das nicht nach. Mache ich hier nur zum Spaß, aber es ist total bescheuert. Es ist trotzdem lustig irgendwo auch. Boah, nee, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das... Nee, pass auf, wir machen das jetzt ganz anders. Wir machen das jetzt einfach so. Wir machen jetzt die Hälfte. Machen wir jetzt... Panzer. Okay. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt läuft. Weil das sind ja wirklich komplett übertrieben starke Panzerdivisionen. Schau mal. Da ist natürlich kurz, bis die alle aufgefüllt werden. Ah, jetzt habe ich natürlich Fronten, die nicht abgedeckt sind. Ah, scheiße, das war jetzt nicht so klug. Das ist eine Front. Und dann brauchen wir dort nochmal eine Front hier, so. Und die Front da unten scheiße ich drauf. Wann fängst du an, von YouTube zu leben oder ab wie vielen Abonnenten? Also ich denke mal so ab 30.000, 40.000 Abonnenten dürfte es realistisch möglich sein. Bis dahin müsste man halt mit Teilzeitjob machen. Aber ich plane sowas fürs nächste Jahr. Grundsätzlich, je mehr Leute zuschauen, je mehr Leute Kanalmitglieder sind, spenden, regelmäßig mit zuschauen, desto höher ist natürlich die Chance, dass man das auch machen kann.
in Deutschland ist halt alles teuer. Und halt, man zahlt viel Steuern und deswegen muss man halt auch leider viel verdienen, dass man sowas machen kann. Ich bin in der Gastro. So. Brauchen wir natürlich noch Offensiven. Oder eine Offensive oder so scheinbar. Keine Ahnung. Ah. Das habe ich vergessen. Wir haben ja gar kein Öl. Wieso exportiere ich denn so viel Öl, Alter? Das habe ich vergessen. Original vergessen, dass ich ja Öl brauche. Vor lauter Chat, Alter. Wir haben ein Defizit von 61.000. Gibt es einen Cheat für Öl? Scheiße, Alter. Kann ich trotzdem angreifen? Klappt es trotzdem? Also ohne Öl angreifen? Ja, die Flugzeuge wollen nicht löschen. Die Flugzeuge haben einen Ölverbrauch von maximal 5.000. Die Armee hat halt den enorm hohen Verbrauch. Da kann ich euch übrigens wieder löschen, da brauche ich euch gar nicht. Was? Echt? Fuel? Warte mal. Fuel? Ah, original. Aber ich habe keine Speicher. Haha, das ist das Problem. Wir haben maximale Speicherkapazität von 72.000. Die verbrauche ich aber auf den Tag schon. Ist aber scheiße, sowas. Ja, die USA hätten niemals das Öl vergessen, das ist richtig, leider. Das Einzige, was man... Was? Peace Talks. Der Speicher war schnell leer, ja. Der Speicher war schnell leer, ja. Das ist richtig. Für wie viel Euro würde ich nach Litauen fliegen? Gar nicht, weil ich arbeiten muss. Ich habe gar keine Zeit für sowas. Hi, Jani. Ey, toll, ich mache eine Universität, aber ich brauche doch gar keine Universität. Ich bin auch so blöd. Mach eine Uni, aber brauch gar keine Uni. Kann man denn so blöd sein? Okay, wartet mal ganz kurz. Also was wir jetzt machen könnten, rein theoretisch, wäre, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir bauen zum Beispiel Raffinerien. Die pushen ja auch mit zum Beispiel die Ölproduktion an sich. So, ist ja jetzt eh scheißegal. Und dann braucht man natürlich noch Treibstofflager. So. Zumindest so viel, wie wir bauen können. Du schaust jedes Video von mir. Das freut mich. So, jetzt haben wir ein Daily Gain von 7,2. Maximale Speicherkapazität 1,882 Millionen. Und dann machen wir... Ah, schau mal, wie viel Speicher. Jetzt hat hier, schau mal, jetzt hat er. Ah! Kommt trotzdem noch ein paar Tage aus. Verluste 3,74 zu 5,44 Millionen. Bin übrigens immer noch kein Major. Wird sich aber bald ändern, hoffe ich. Ah, White Peace mit Deutschland. Was? Okay. Okay, ja gut. Scheiße. Also... Es wäre echt ein interessantes Ding gewesen, hätte ich nicht aus Versehen vergessen zu lesen. Aber dadurch, dass ich nicht gelesen habe und wir dann mit Deutschland im Krieg waren, ne? Tschö. Huch. Oh. Übrigens, so schaut's aus, wenn man... ja. Okay, wir schauen uns das Ganze nochmal von vorne an. Du hättest die Welt innerhalb von einem Monat erobert. Ja, easy. Easy. Ich bin leider nicht so gut. Tut mir echt leid.
Also, fassen wir mal zusammen. Zu der Mod. Ich finde sie zu groß. Also wirklich, es ist wirklich toll, wenn solche Mods gibt. Ja, es ist schön, aber ich finde es zu groß. Es ist zu unübersichtlich, okay? Ich fände es besser, wenn, wenn die Mod besser aufgebaut wäre. Mit Übersicht. Zum Beispiel, dass man die verschiedenen Ideologien besser sieht. Ich sehe, ich habe, wenn ich das hier sehe, eigentlich absolut keinen Plan, welche Ideologie was sein soll. Ich mag es halt, wenn ich direkt sehe, was welche Ideologie ist. Ja? Faschistisch braun, kommunistisch viel rot, demokratisch viel blau. Wisst ihr so? Machen ja manche Mods schön. New Ways zum Beispiel macht das ganz gut. Da siehst du auch direkt, welche Richtung das geht, was du machst. Road to 56 macht es auch ganz gut. Ich finde das zu unübersichtlich. Es ist auch alles so vernetzt miteinander. So, es ist, man sieht nicht richtig, was passiert, wenn ich den Weg runtergehe, was passiert, wenn ich den. Das ist mir alles zu unübersichtlich. Die Mod selber, das Ganze von den Optionen her ist gut gemacht, weil du hast sehr viele Möglichkeiten, wie du spielen kannst. Du hast die Wirtschaft mit drin, du hast römische Protokolle meinetwegen, dann Armee, Marine, Luftwaffe. Diplomatisch kannst du kommunistisch, kaiserreich, faschistisch, alles mögliche spielen. Aber es ist einfach für meinen Geschmack zu groß und zu unübersichtlich. Das ist mein Problem. Wenn ich überlege, wie lange ich rum... Also ich meine, ja klar, es ist ja auch nichts dabei, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, um das Zeug durchzulesen, um zu verstehen, was es ist. Aber wenn du jetzt so, wie halt jetzt zum Beispiel bei uns, ne, dass du dann hier irgendwo den Punkt hast. Was denn? Hier. Get Revenge on Depression. Ey, ich finde es halt absolut bescheuert, dass es einen Fokus gibt, der automatisch einen Krieg erklärt. Ich finde, das ist dumm. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn es einen Fokus gibt, der mich automatisch in den Krieg reinzieht. Das taugt mir nicht. Kriegsziele, ja. Aber dass es einen Fokus gibt, der automatisch zum Krieg führt, meh. Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Vor allem, wenn das so große Fokusbäume sind, wo du dann vielleicht dann doch mal irgendwann nicht mehr zu 100% liest. Und dann zum Beispiel hier, okay, hier Claims. Okay, du siehst Claims. Denkst du so, chillig, cool. Und du bist auf einmal im Krieg mit Deutschland, was uns ja das Genick gebrochen hat, weil ich das einfach überlesen habe. Ja, ansonsten, Mod ist okay. Für Leute, die sicherlich gerne stundenlang lesen und gucken, wo sie da lang müssen in den Fokusbäumen, ja, ist cool. Aber ich denke, für mich ist es tatsächlich too much. Ich mag große Fokusbäume, wie gesagt, ich würde mir auch mal für Deutschland mehr wünschen, mehr Auswahl oder so, als Deutschland hat. Aber ja. Gibt es nicht einen Fokusbaumweg? Ja, wie gesagt, es gibt viel. Ja, es gibt viel. Also, du kannst ja alles machen. Auch Bayern mit annektieren, aber da müssen die Bayern ja auch zustimmen. Aber ich finde es halt zu much und zu unübersichtlich, sage ich ganz ehrlich. Das ist mein Hauptproblem. Das ist zu unübersichtlich. Ist vielleicht mehr Lücken lassen, besser spacen, Farben ein bisschen ändern, dass man das farblich besser sehen kann. Selbst die UdSSR, also selbst die Sowjetunion, hat einen übersichtlicheren Fokusbaum, finde ich. Der ist trotzdem übersichtlicher. Der ist breiter gefächert, ne? Aber du machst hier ein, zwei Entscheidungen und du weißt, was du machst. Okay? Du weißt, was du, das hier ist. Das ist Stalin, das ist Trotzki, das ist irgendein anderer Typ. Ne? Du weißt, was du machst von Anfang an. So, wenn ich den Weg gehe, dann versuche ich hier die Faschisten wieder zurückzuholen oder irgend sowas. Wisst ihr so? Ich weiß immer, was ich hier mache. Und das weiß ich hier halt nicht. Und ich finde, eine Mod, klar, ist es kostenlos, muss man schon sagen, ja. Aber trotzdem finde ich es natürlich wichtig, dass man auch, um die Mods natürlich dann auch spielbarer zu machen, dass die Mods halt auch weiterentwickelt werden, dass viele Leute sie spielen, ist natürlich auch wichtig, dass trotzdem da auch irgendwo das Ganze Spaß macht. Und ich finde, wenn man da ein bisschen übersichtlicher das gestalten könnte, wäre cool. Wie gesagt, das wird hier irgendwann zu einem sehr undurchsichtigen Brei, das Ganze, so ab einem bestimmten Punkt.
3 Millionen Euro hat mein PC gekostet, du weißt. Ja, hast mich leider durchschaut. Okay, das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wir könnten jetzt mal gucken auf Steam, was es so für Mods gibt, weil ich würde sagen, ich habe nächste Woche Samstag auch noch frei. Dann können wir nächste Woche Samstag zum Beispiel nochmal einen Livestream machen. Und dann würde ich mal sagen, dann könnt ihr nämlich ihr entscheiden, was wir dann spielen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Workshop. Unification Wars habe ich auch auf der Liste generell. So. Wo muss ich jetzt hin? Ist das hier? Ja. Okay. Wir können jetzt mal zusammen gucken, welche Mod ihr das nächste Mal sehen wollt. Nächste Woche. Oh Gott, Alter. Das ist nicht euer Ernst. Alter, ey. Das ist doch... Ey, das... Du gehst einfach nur auf Steam und das Erste, was du siehst, ist wieder irgendwas... Boah, gib mir das auf den Sack, ey. Es ist unglaublich, echt. Das ist unglaublich. So. Ja, ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr sehen wollt. Schreibt mal einfach in den Chat rein. Austria Redone haben wir jetzt gespielt. Wir schauen mal kurz. Alternative Geschichte. 3 Monate. Was? Project Ulysses. Okay. Cold War Iron Quantum. Ja, war ich auch kein großer Freund von. Spiel als Vietnam in 2023. Haha, lustig. Was spiele ich noch außer Heu 4 Victoria und Crusader Kings? Europa Universalis 4. Meine Lieblingsmod habe ich keine so wirklich, ne? Ah, das ist Star Wars Mod, oder was? Ah, das ist die... Okay. Die Mod gab es doch schon mal in einer anderen Version, oder? Weil irgendwoher kenne ich das Ganze hier. Sehr interessant, aber ist, glaube ich, nicht ausgereift genug aktuell. Roblox Gameplay, Roleplay, ja, sehr lustig. Österreich. Ich weiß nicht, ob es eine Deutschland-Mod gibt. Oder, ne, nicht Germany. Deutsches Reich müsste es eigentlich sein. No Germany. Ah, Gott. Was haben denn die alle mit dem scheiß Hakenkreuz in den Flaggen? Alter, ist doch unglaublich, echt. Das, also, sobald du Deutschland suchst, kannst du direkt offline gehen. Okay, also... Deutsche Mods sind, was? Deutschland erwache. Ah Gott, 195 neue Fokuspunkte. Ich bin mir zu 99% sicher, dass da wahrscheinlich mindestens ein Kreuz dabei ist irgendwo. Ja, ich sehe das da unten schon in der Flagge. Einmal kurz, Ja, ja, Hakenkreuz hoch 20, Alter. Nee. Ist tatsächlich eine sehr gute Mod. Ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Mod. Scheinbar von den Bewertungen her. Ist allerdings halt, ja, mit sehr vielen Symbolen, die in Deutschland gesperrt werden würden. Das heißt, das Video wäre wieder gesperrt nach 5 Minuten. Was ist besser, Road to 56 oder New Ways? Ich weiß nicht. Ich finde eigentlich, Road to 56 ist eigentlich stabiler, besser entwickelt, aber New Ways hat mehr Optionen. Ja, World of Blaze habe ich letztens gespielt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Bock drauf habe. Wir haben ja hart auf die Fresse bekommen. Aber wir könnten mal wieder New Ways mit Deutschland spielen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit.
Ich weiß halt nicht, ob man die Mod. Ich weiß halt nicht, ob die Mod, ob man das spielen kann. Und dann das Ganze. Ich weiß, manche Mods bieten das ja. Achso, ich bin nicht mal angemeldet. Manche Mods bieten das ja an, dass die zensiert werden. Novum Vexillum hat neues Deutschland-Update, das weiß ich gar nicht. Na gut, ich werde mal gucken, was wir nächste Woche Samstag machen. Ja, Deutschland der Wache wäre interessant, wird aber halt gesperrt, ne? Hearts of Iron 4 Plus. Was ist denn Hearts of Iron 4 Plus? Ist das eine Mod oder was soll das sein? Never Update. Aha. Steht auch, wo die neue Version von sowas ist? Ne. Power and Revolution kenne ich, habe ich aber nicht geschrieben. Gespielt. Heu 4 Plus. Okay, da gibt es auf alle Fälle einige Varianten. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum muss ich dafür angemeldet sein, wenn ich das sehen will? Ich melde mich mal kurz an. Okay. Oh Gott. Hä, hey, warum wird denn das zensiert? Was ist denn das? Ah, okay, ja gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Granatenboy, dankeschön für die Mitgliedschaft. Willkommen im Reich. Dankeschön für deine Unterstützung. Warum ist die Mod gesperrt? Was ist daran so schlimm, dass die Mod nicht dargestellt wird? Aber die wird nicht mehr geupdatet. Hm. Wird wahrscheinlich irgendwelche Flaggen haben, oder? Ja. Weil das nicht mal interessanterweise. Aber warum ist die Mod dann gesperrt? Das muss doch irgendeinen bescheuerten Grund haben. Sieht doch jetzt erstmal gar nicht so schlimm aus. Eine coole Mod, die ich empfehlen kann. Die Mod will nicht. Ja, das ist das Schade, dass sie länger nicht geupdatet wurde. Schade. Hat auf alle Fälle Potenzial, glaube ich, die Mod, aber wenn das natürlich nicht geupdatet wird, das ist immer schade, dass viele alte Mods einfach, ach komm, oder? Alter. Dass viele alte Mods einfach nicht geupdatet werden. Gut, was gibt's noch? Novum Vexillum hat ja auch noch ein paar Submods. Und da gab es jetzt erst ein Update, oder was? 7. August. Ja, das war tatsächlich erst. Wo sehen wir denn das Ganze? China. Ne, da gab es kein Deutschland-Update. Also hier zumindest nicht. Einzige, was es natürlich noch gibt, ist die Submod. Die nicht mal mit aufgeführt ist. Global Conflicts. Deutscher monarchistischer Weg, aha. Hm? Deutscher monarchistisch 2023, oder was? Hm. Schöne Musik übrigens im Hintergrund. Minecraft-Mod werde ich nicht spielen.
es gibt eine Beta über Novum. Wo findet man diese Beta? Also, die muss man ja irgendwo finden, oder? Man kann jetzt mit dem Standard-Fokusbaum auch christlich werden. Novumwechsel und Beta. Beta. Steht nicht dabei, warum die, was da geupdatet wurde. Ich suche immer Mods, ja. Splitter Germany, aber die Splitter Germany Mod ist doch auch schon länger nicht mehr geupdatet worden, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Abgebrochen, ja. Kalito Gaming, willkommen im Club. 21. Dezember, ja, nee. Adenauer. Ha? Ja, danke für nichts. Ha? Der Führer ist no more. Auch interessant. Bessere Demokratie in Deutschland. Mal abonnieren. Man weiß ja nie, ne? Was, gegen Meier in Harz auf 1 gegen 1 spielen? Denke ich nicht, dass das irgendeiner von uns machen würde. Weil wir beide dafür keine Zeit haben. Islamisches Deutschland. Ja. Hallo. Cool. Deutschland islamistisch. Geil. Muss man anschauen. Polisch geil. Willkommen auch an dich im Club. Willkommen auch an dich im Club. Germany Focus Ultimate. Ah, outdated. Aldi-Mod. Habe ich schon mal was von gehört? Aldi-Mod irgendwie. Super Germany. Was ist diese Aldi-Mod? Aldi. Aldi Germany Focus Tree. Wäre halt so eine Fun-Mod, ne? Denke ich mal. Das Abo kam spät, true. Dauert eine Weile. Kleine Modifikation, welche Aldi Deutschland, Aldi Nord und Aldi Süd als spielbare Länder in die Szenarien 1936. Aldi Deutschland ersetzt 1936 gänzlich das Deutsche Reich. Aldi Nord und Süd können 1936 mittels eines Bürgerkriegs erreicht werden. Aha. Okay. Deutsch und Englisch? Ja, können wir mal mit reinnehmen. Kann Aldi die Welt erobern, ja? Ja. Was ist das für Musik? Ah, das ist aus By Blood Alone. Ist so cool, ich feiere das hart. Hört ihr das? Voll chillig. Feier das, Alter. Ja. Ey, ich find's voll coole Musik, Alter. No joke.
Embargo-Mod. Ah, Total War gibt's auch noch. Stimmt, Total War habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Total War war auch so ein relativ großes Ding mit vielen Reworks. Total War wäre auch eine Möglichkeit, tatsächlich. Was soll ich schon sagen? Total War. Ja, ich würde mal sagen, wir entscheiden uns da einfach nächste Woche. Ich suche mal einfach 3, 4 aus und dann können wir nächste Woche entscheiden, was wir da spielen. So. Aber ich glaube, ich bin raus für heute. Meine lieben Freunde. Werde mich verkrümelisieren. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Gerne abonnieren, gell? Für die Krabbe, für mehr Content. Hab mich gefreut, dass ihr da seid, da gewesen seid. Und vielleicht bis nächste Woche. Ansonsten Videos gibt's ganz normal. Ne? Morgen gibt's wieder Short, Montag gibt's Short, Dienstag wieder normales Video. Und euch allen noch alles möglich Gute, ne? Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.